Es ist Donnerstag, der 8. Mai 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute, 8. Mai, ist der Tag, wo im Zweiten Weltkrieg die Kämpfe an der Westfront beendet wurden. Morgen ist der 69. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. Umso wichtiger ist es uns, dieses Datum zu nehmen, das um Zeichen zu setzen, die Menschen zu informieren und für den Frieden. Und in unserer Sendung werden wir gleich begrüßen Frau Xenia Melnikova. Danach werde ich diskutieren mit Friedemann von Alle Schall und Rauch und Lars Meerholz, Initiator der Montagsfriedensdemonstration in Deutschland. Und danach werden Sie noch ein Interview mit Ewald Stadler von den Reformkonservativen aus Österreich hören. Zuerst komme ich zu Frau Melnikova. Sie arbeitet bei der Stimme Russlands. Guten Abend, Frau Melnikova. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben einen Artikel veröffentlicht über Neonazis in der Ukraine. Welche Organisationen meinen Sie damit, welche Sie als Neonazis einschätzen und woran erkennt man das an deren Inhalten? In der Ukraine heute gibt es Organisationen, die Neonazi-Ideologie zeigen, zum Beispiel rechtsextremen Parteien wie Rechter Sektor oder Svoboda. Diese zwei Parteien gehören der derzeitigen ukrainischen Regierung. Rechtsextremismus. Experten bezeichnen diese Parteien als ein Sammelbecken von Chauvinisten, Neonazis und Hooligans. In Europa gibt es eine Allianz der europäischen nationalen Bewegung und sie haben sich vor 5 Jahren mit anderen neofaschistischen Parteien in Budapest zu dieser Allianz zusammengeschlossen. Ja, ich meine Rechter Sektor und Svoboda. Rechte Sektor erinnert sich an die goldene Morgenröte aus Griechenland, die British National Party und die Partei der Schweden. Zum Beispiel die Partei Svoboda hat einen anti-russischen Kurs oder gegen russischen Kurs, ja, offene Hetze gegen Juden, Roma und Homosexuelle. Jetzt besetzen die Vertreter der beiden Parteien wichtige Posten in der neuen ukrainischen Regierung. Und das eine ist ja die Ideologie, die unerträglich ist gegen die Minderheiten der Ukraine, aber wie äußert sich das praktisch? Wie groß und wie systematisch ist tatsächlich die Verfolgung der Minderheiten jetzt, wo sie in der Regierung sind und die Menschenrechtsverletzung? Ja, die größte, Sie wissen ja, die größte Minderheit in der Ukraine ist die russische Minderheit, ja. Und jetzt sind die Diskriminierungen systematisch, ja. Ich meine die Sprachepolitik. Jetzt ist es verboten, zum Beispiel Russisch zu benutzen, ja, in dem Leben. Dann es gibt auch Beispiele, als die Nationalisten die rechtgläubigen Kirchen zerstört haben. Zum Beispiel in Lwów haben die Nationalisten in einem Lokal eine Frau getötet, die Russisch gesprochen hat. Und zum Beispiel 2 Juden waren mit einem Messer verletzt. Und ich weiß, das Auswärtiges Amt Israels war sehr besorgt nach diesem Fall auch. Und es gibt verschiedene Beispiele. Ich glaube, die Partei Svoboda wird auch vom jüdischen Weltkongress als rechtsextrem eingestuft. Ja. Und bei rechter Sektor tritt ja noch martialischer auf, glaube ich. Wie nehmen die russischen Bürger die Ereignisse in der Ukraine wahr? Und vor allem in Odessa jetzt? Ja, ja. Die russischen Bürger trauen Odessa Bürger und Ukrainer mit. Überall, ich lebe in Moskau, ja, und ich meine,
Amtssitze, Büros, in Restaurants, in auf der Straße und in verschiedenen Geschäften besprechen die Russen diese Mordtäter. Ja, und ich kann sagen, dass viele weinen, weil jede Familie in Russland hat die Verwandten in der Ukraine. Und dieses Volk ist Blut, ist mit der Russen Blut gebunden. Wir haben eine Geschichte und zum Beispiel meine Mutter arbeitet in der Schule und sie ist Lehrerin. Und es gibt Familien, die Odessa, Donetsk und Lugansk verlassen haben. Jetzt haben sie Anerkennungsbescheid als Flüchtling. Und sie sagen, dass die Nationalisten bedrängen sie. Sie haben vor dem Geschehen Angst. Sind es viele Flüchtlinge, die nach Russland fliehen aus der Ukraine? Ja, es gibt viele Flüchtlinge. Und die Zahl, die korrekte Zahl, kann ich leider nicht nennen, aber es gibt verschiedene Fälle, ja? Ja. In Ihrem Artikel bei in der Stimme Russlands erwähnen Sie Herrn Alexander Tevdol-Burnuli von der Diplomatenuniversität und er hat wohl angedeutet, dass Neonazi-Netzwerke indirekte Verbindung zur Elite haben. Wissen Sie, was er damit meint? Ich habe mit diesem Mann diese Situation besprochen und er sagt, dass jetzt nicht, ich meine in der Ukraine, ja? Ja. In der neuen Regierung in Kiew sitzen verschiedene Vertreter der rechtsextremen Parteien. Er hatte etwas angedeutet, dass sie diese Netzwerke von Verbindung zur Elite haben. Ich frage mich, was er damit meint, ob er westliche Elite meint, politische oder wirtschaftliche oder was für Elite er damit gemeint haben könnte. Er meinte politische Elite. Nicht vielleicht auch wirtschaftliche, aber wir haben über die politische Elite gesprochen. Ja. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen betroffen sind, dass man so etwas erleben muss, dass ein europäisches Land von so rechtsextremen Parteien mit regiert wird. Ja, ich frage mich, was kann man da tun als Bürger? Als Bürger kann ich sagen, dass es ist sehr schwer, dieses Problem zu lösen. Ja. Ich kann nicht dazu sagen. Okay. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, unserer Sendung teilzunehmen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja. Ja. Nun komme ich zu unseren nächsten Gesprächspartnern, Herrn Lars Meerholz, Initiator der Montagsdemos 2014 und Freeman von Alle Schall und Rauch. Guten Abend zusammen. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ja, hallo. Meine Frage wäre, was hat dich dazu bewegt, die Montagsdemos zu starten? Naja, da kann man schon fast bei der Thematik unserer Vorrednerin bleiben. Also unter anderem ein Auslöser war ein Video, was ich im Internet gesehen habe, wo irgendwelche Personen ein Büro eines Chefreporters stürmen und ihn schon im Büro schon verprügeln, kann man sagen.
und ihn dazu zwingen, unter Androhung von noch mehr Gewalt seine eigene Kündigung zu unterschreiben. Und das glaube ich nur, weil er irgendetwas Russisches gesendet hat oder übertragen hat. Und die Leute, die das Büro gestürmt haben, die sollten dann auch noch Verbindungen zu der momentanen Regierung in der Ukraine haben, die von unserer Regierung unterstützt wird. Und ja, das habe ich irgendwie alles nicht verstanden. Und Ich glaube, da war der Herr Tanibok dabei, der Chef der Partei Swoboda, der hat sich zwar im Hintergrund gehalten und jemand anders, der da mehr im Vordergrund war, der war, glaube ich, zuständig auch für die Presse und die Meinungsfreiheit. Ausgerechnet, ja. also das ist, wenn das, also es fällt ja heutzutage schwer, Sachen zu glauben, egal wem oder was, aber also wenn das so ist, wie auf dem Video zu sehen war, dann müssten Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße stehen. Weil das ist für mich unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie bitte? Bitte? Ja. Ja, da müssten Ja, halt, wie müssen halt gesagt, Millionen Menschen auf der Straße stehen. Das ist unglaublich, was da passiert, wenn da wirklich Faschisten an der Regierung sind. Und so sieht es nun wirklich leider mal aus, für mich auch. Dann ist das nicht zu tragen. Dann ist das keine Politik, die irgendein Deutscher in irgendeiner Art und Weise unterstützen sollte. Und durch Passivität unterstützt er diese Politik. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man pro Putin oder pro Obama ist. Ich bin weder pro Putin noch bin ich pro Obama. sondern pro Frieden sozusagen. Ja, absolut pro Frieden. Und ja, was haben denn die Montagsdemos bisher erreicht? Also, zumindest unter den Leuten hat es schon mal sozial sehr viel gebracht, weil die Menschen von den Computern wegkommen und nicht mehr alleine irgendwelche Informationen konsumieren, die möglicherweise dann auch noch falsch sind, sondern sie treffen sich draußen auf der Straße mit 1000 anderen Leuten, vernetzen sich wieder, reden persönlich miteinander, tauschen ihre Informationen aus. Und ich glaube, das ist schon ein ganz großer Gewinn der Mahnwache. Abgesehen davon wächst sie eigentlich, also sie wächst definitiv kontinuierlich mit über 40 Städten jetzt mittlerweile bundesweit und der Österreich und der Schweiz. Ich glaube, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, waren es noch zwischen 20 und 30 Städte. Ja, das können jetzt auch schon wieder 5 mehr sein. Also momentan ist es wirklich unglaublich. Aber wie gesagt, die Situation wird ja auch nicht besser. Wobei man auch wirklich sagen muss, ne, dass die Situation in der Ukraine auch zurückzuführen ist auf wirtschaftliche Interessen. Und dann sind wir dann halt bei dem zweiten großen Punkt, wieso wir dastehen, weil wir halt mal ansprechen wollen, ob dieses Wirtschaftssystem mit den Zentralbanken, Private und dem Zinseszins und dem Fiat Money, ob dieses System nicht maßgeblich schuld ist an den Kriegen dieser Welt. Und von daher, ja, stehen wir auch wegen Informationen diesbezüglich da. Ich glaube, wenige Menschen wissen, wie unser Schuldgeldsystem funktioniert und wie Zentralbanken arbeiten und so. Also, das sind Informationen, die müssen die Menschen einfach erhalten. Ja. Freeman, gibt es auch in der Schweiz schon vergleichbare Demonstrationen? Ja, ich habe was gehört, dass es in Zürich eine Montagsdemo geben soll, nur ich bin da irgendwie nicht informiert worden. Vielleicht kann ja der Lars, mir sagen, ob das stimmt. Naja, wie gesagt, wir sind ja sehr dezentral aufgestellt, ne? Also es kann im Endeffekt jeder überall eine Mahnwache anmelden. Eine Demonstration kann ja jeder überall anmelden. Und von daher erfahren wir manchmal auch nicht davon, dass irgendwo eine Mahnwache stattfindet. Allerdings haben wir in der Schweiz, Sekunde, ich bin gerade mal auf dem Weg dahin, einige, also ich glaube mittlerweile sogar 3 Mahnwachen. Ich muss mir die kurz mal aufrufen. Aber dann kann ich dir auch sogar sagen oder kann dir einen Link schicken, wer die macht und so. Das ist eigentlich. Und zwar ist es in der Schweiz, Bern, Basel, Zürich, Luzern und St. Gallen.
Ja, das ist ja super. Dann gehe ich da am nächsten Montag mal hin. Ja, auf jeden Fall, Mann. Sehr gerne. Ich schicke dir nachher die Links noch in den Chat rein. Okay. Ich meine, ich habe ja in ein paar Artikeln schon die Leute aufgefordert, zu den Montagsdemos zu gehen, ne? Ja, ich weiß, das ist ganz lieb. Das ist halt so wichtig. Wir haben nur eine Chance. Wenn wir Krieg verhindern wollen und wenn wir, also wir können es nur machen, indem wir Millionen oder zumindest Hunderttausende von Leuten auf die Straße stellen. So können wir zumindest unsere Regierung dazu zwingen, keinen von unseren Soldaten loszuschicken. Aber das schaffen wir nur, wenn sich die Menschen auf die Straße begeben. Und zwar jetzt sofort. Wir haben auch keine Zeit mehr. Es ist echt schon fast 5 nach 12. Ja. Also, ich verstehe auch gar nicht, ich weiß nicht, die letzte Sendung von der Anstalt und die letzte Sendung von der Heute-Show, die Anstalt hat ganz klar aufgezeigt, wie Medien in unserem Land manipuliert werden. Und die Leute sitzen da und betrachten das als Comedy. Das ist das wahre Leben. Genau so und nicht anders ist es. Und genau das Gleiche hat die Heute-Show mit dem TTIP gemacht. Genau so ist es leider. Die Leute, die da klatschen und lachen, man müsste bei Comedy-Shows die ganze Zeit nur weinen, weil sie sprechen die Wahrheit aus und sie ist so erschreckend, dass wenn die Leute das verstehen würden, müssten sie alle am nächsten Tag auf der Straße stehen. Vielleicht sollte man noch eine Narrenkappe aufsetzen, damit die Leute es merken. Da früher am Königshof, da durfte der Hofnarr die Wahrheit sagen. Ja. Genauso sieht's aus. Die bräuchten vielleicht so eine Clownsmütze, ja. Ja, es ist wirklich unglaublich, aber die Leute, die, ja, ich will nicht sagen, die verstehen es nicht, aber sie sehen es einfach nicht. Sie sind so gefangen in ihrem Alltag, das ist ja auch vollkommen verständlich. Man hat ein, zwei Jobs mittlerweile auch hier. Unsere Bildung wird immer weiter zurückgeschraubt. Ja, da hat man nicht die Zeit abends, sich um so eine Themen zu kümmern und dennoch selber zu recherchieren. Weil wenn wir einfach nur noch unsere Nachrichten konsumieren, dann wird das nichts. Wir müssen unsere Nachrichten selber recherchieren. Also was im Spiegel, im Stern oder in irgendwelchen Tageszeitungen oder so steht, das muss nicht zwangsläufig stimmen. Man muss das halt schon nochmal cross-checken heutzutage. Und viele Menschen machen das nicht und nehmen das einfach alles als bare Münze, was da geschrieben ist. Und dass der Reporter möglicherweise einen Interessenkonflikt hat, dass der Chefredakteur möglicherweise einen Interessenkonflikt hat, bis hin, dass jede Publikation seinen Eigentümer hat, der natürlich auch immer Interessen verfolgt und auf Werbegelder angewiesen ist von Werbekunden. Also von daher, ey, das ist halt alles. Der gesamte Begriff der Demokratie, so wie er uns erklärt wird, wird eigentlich permanent nur ad absurdum geführt. Und das ist schon echt ganz schön belastend. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass das ziemlich zentral ist, auch diese Thinktanks sind, weil es gibt verschiedenste Thinktanks, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik im Westen befassen und wo praktisch überall große Banken und große Medien oder Vertreter großer Medien drin sind. Mir scheint das eine der zentralen Verbindungslinien zu sein. Absolut. Deswegen haben wir ja die Veranstaltung auch so genannt, also für Frieden in Europa, auf der Welt, für eine ehrliche Presse und gegen die FED. Das ist halt schon ein bisschen reißerisch aufgemacht gewesen, aber auf dem Flyer war nicht genug Platz, um halt die ganzen Themen. Es geht ja weiter mit IWF und Weltbank und bis man dann am Ende irgendwann vielleicht in der City of London rauskommt. Das ist ja auch ganz viel Erklärungsarbeit und da dachten wir einfach, fangen wir mal mit dem Federal Reserve Act an, der 1913 erlassen wurde und der das Recht des Gelddruckens halt in private Hände gelegt hat, sodass sich Amerika als Staat von Privatbanken immer Geld leihen musste. Und dass das natürlich dann alles zu Problemen führen könnte, sollte halt mal betrachtet werden. Und ob man nicht ein Gesetz ändern könnte, was vor 100 Jahren mal erschaffen wurde, sollte auch mal diskutiert werden können, ganz fair und frei. Also Gesetze sind ja nicht für die Ewigkeit gemacht. Ja. Was mich auch interessieren würde, es geht ja jetzt ganz aktuell um die Ukraine und es geht auch um Russland und da auch um Verständigung. Sind denn auch ukrainische und russische Bürger schon auf den Demos gewesen? Ja, absolut, absolut. Also ein russischer Freund, also Bekannter von mir, den ich über die Mahnwachen kennengelernt habe, der hat auch eigene Demonstrationen veranstaltet. Auf einer von denen habe ich dann auch sogar mal gesprochen und habe dann auch gleich angesagt, dass ich denke, dass die Medien jetzt deswegen aus mir einen Putin-Versteher machen, aber dass mir das halt egal ist. Es geht hier um Frieden und ich
da kann man sich nicht mehr mit diesem Klein-Klein aufhalten. Da brennt die Luft wirklich und hier wird gehetzt und aufgeschaukelt. Das ist unglaublich. Dann hat letztens eine Ukrainerin bei uns auf der Bühne gestanden, die jetzt mit ihrem Auto und einem Freund crowdgefundet in die Ukraine fahren will. Ich glaube, die ist gestern oder heute losgefahren. Also eigentlich total mutig und höchster Respekt. Also ja, und sie will jetzt halt dahin fahren, um wahrheitsgetreu berichten zu können. So. Und soweit ist es schon, dass junge Menschen im Alter von, keine Ahnung, Anfang 20 sich in ihr Auto setzen müssen und in Kriegsgebiete fahren müssen, weil sie das Gefühl haben, nur so kriegen sie die echten Informationen. Und ganz ehrlich, so ist es auch. Freeman, im Jahr 2009, glaube ich, hast du in Deutschland einen Kongress veranstaltet von alternativen Medien, hast auch stark dafür geworben, für das Konzept des Bürgerreporters. Ja, ich meine, das ist ja ein Konzept, das ich Volksreporter genannt habe, wo also praktisch aus allen Teilen der Welt jeder berichten kann über Ereignisse, die in seiner Nähe stattfinden, ja. Und diese Idee ist leider irgendwie nicht so, hat nicht so abgehoben, aber obwohl jeder heute eine Kamera hat und irgendwas passiert ja immer irgendwo, wo man dann auch als Volksreporter auftreten könnte und das dann auch dann aufs Internet stellt. Ich meine, wir machen das, indem wir, ich persönlich mache das, indem ich in all diese Länder reise, ob das jetzt Iran ist oder auch nach Russland. Ich bin ja erst vor 3 Wochen aus Russland zurückgekommen und tue selber halt immer versuchen, vor Ort zu berichten und mir ein eigenes Bild von der Lage zu schaffen. Ne? Aber ich fordere alle Leute auf, die da draußen sind, die ja auch unterwegs sind, als Berichterstatter zu fungieren. Denn heute ist es ja mit der Technik sowas von einfach, einen Film zu machen oder eine Reportage zu machen, ja. Und praktisch live vor Ort Berichte abzugeben. Ich meine, das passiert ja auch. Ich meine, YouTube ist ja voll mit so Sachen, ja. Zum Thema Putin-Versteher. Ich habe vor ein, zwei Tagen bei den GMX-Nachrichten gelesen, dass, und jetzt war es auch in der Taz, dass Präsident Putin eher auf die Bremse tritt, was dieses Referendum im Osten der Ukraine angeht. Es scheint mir ein wichtiger Schritt zur Deeskalation zu sein. Ja, aus westlicher Sicht wird das natürlich als Deeskalation verwendet, oder? Und der Putin wird aufgefordert, Druck auszuüben auf die Volksmilizen, dass sie dort dieses Referendum nicht abhalten. Aber sie haben jetzt beschlossen, es doch am 11. stattfinden zu lassen, ne? Und das widerspricht ja der Behauptung, dass die alle unter der Pfeife von Russland tanzen. Also sie haben also die Bitte von Putin abgeschlagen und führen das jetzt doch durch am 11., ja. Ich meine, das ist natürlich das Thema. Das Interessante ist, wie sich die EU wieder sehr demokratisch gibt, indem sie gesagt hat jetzt, sie fordert eine Absage dieses Referendums und wenn es stattfindet, dann wird sie das Resultat sowieso nicht anerkennen und so weiter. Da sieht man, wie demokratisch diese Institution ist, nämlich überhaupt nicht, ja. Denn es gibt ja nichts Besseres als eine Volksabstimmung, weil das ist ja der Souverän, oder? Das ist der Souverän und der hat nur eigentlich das Sagen, ja. Die Frage, bei dieser Abstimmung im Osten geht es doch jetzt gar nicht um die Frage der Unabhängigkeit, sondern eher einer Autonomie Ja, dort. richtig, ja, genau. Ich meine, was wir auch ganz klar feststellen, ist ja, dass die Medien völlig falsche Begriffe verwenden. Sie reden dauernd von pro-russischen Kräften und Separatisten. Dabei, wenn man es genau analysiert, geht es darum, das sind Faschisten und Antifaschisten. Darum geht es ja eigentlich in der Ukraine, ja.
Wir haben ein faschistisches Regime, das mit Hilfe des Westens an die Macht gebracht wurde. Und es gibt Leute, Ukrainer, die sagen, wir wollen dieses faschistische Regime nicht. Und das sind die Antifaschisten, ja. Und die werden aber als dauernd als pro-russische Militante hingestellt. Ich meine, das ist typisches Orwellsches Newspeak, indem man die Begriffe falsch verwendet, ja. Und das passiert permanent. Das ist so, aber das passiert mittlerweile schon so permanent, dass es so auffällig ist, wenn man mal genau hinguckt, dass wirklich alles verdreht wird. Also es ist einfach wirklich so. Hier wird ein Frieden als Krieg verkauft und Krieg als Frieden und das ist alle Begrifflichkeiten werden pervertiert im Endeffekt. Ja, und die für Frieden sind, werden als Rechte hingestellt. Dabei ist ja eigentlich Frieden und gegen Krieg ist eher eine linke Position, oder? Und Ja, so weiter. alles Also links, auch was die das sagen. völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Nicht? Ich meine, ich beschäftige mich ja schon seit über 10 Jahren mit dieser ganzen Medienlügerei, angefangen mit 9-11. So hat sie bei mir angefangen. Und ich kritisiere ja tagtäglich was die Medien daher lügen. Und so extrem, wie es eigentlich jetzt ist, das ist unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Zum Beispiel das Massaker in Odessa, das stellen die völlig harmlos hin. Die tun so, wie wenn das ein technischer Defekt war, so ein Kurzschluss, der das Feuer verursacht hat oder so. Ich meine, das ist unglaublich, was da abgeht, ja. Und sie nennen keine Täter, das waren irgendwelche Leute, wo man nicht weiß, wer das war und so. Es ist schon sehr unglaublich. Ich stelle mir nur vor, wenn man das umdrehen würde, nicht? Also wenn sogenannte pro-russische Kräfte das gemacht hätten, dann könnten wir vor lauter Schlagzeilen uns nicht mehr erholen, ja? Wenn das andersrum gewesen wäre. Ja, Ich frage. die mediale Hetze ist brandgefährlich. Das ist alles so suggestiv und die Leute, die das einfach, wie gesagt, nur konsumieren, ohne es zu hinterfragen, das ist wie Hypnose, ey. Und es wird natürlich alles, was Putin macht oder was Russland macht, völlig ins Negative gedreht, oder? Dass er morgen in Sewastopol diese 9. Mai-Parade teilnehmen wird, das ist natürlich eine Provokation, Lass mich nicht? da kurz reingehen. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Irgendwann haben die Medien, glaube ich, berichtet, der Russe hat Sewastopol eingenommen. Der Russe kann Sewastopol nicht einnehmen, weil er es bis 2049 für 100 Millionen Dollar jedes Jahr gemietet oder gepachtet oder geleast hat, wie auch immer. Wie kann denn jemand was einnehmen, was ihm gehört? Ja, und Sie reden dauernd von Annexion. Also Entschuldigung, wenn man die Definition des Wortes Annexion anguckt, dann ist dort der Begriff Gewalt wird benutzt. Oder man Ja. sagt, das ist eine gewaltsame Eroberung eines Territoriums. Nur die Krim wurde ja nicht gewaltsam erobert von Russland, sondern das ist den Russen mehr oder weniger in den Schoß gefallen durch ein Referendum, weil die Leute auf der Krim genau gesehen haben, was Kiew eigentlich will und was ihnen blüht. Ja. Nämlich genau das, was in Odessa passiert ist. Ja? Absolut. Also. Die Leute, Und ich wenn man meine, das ja. Ich meine, es ist ja wirklich, die können ja echt von Glück reden, dass sie sich noch praktisch unter dem Schutz von Russland gerettet haben, ja? Ich meine, sonst würden ja diese ganze Nazischergen würden ja in der Krim jetzt wüten. Also, das ist. Sag. Was mich echt wundert, ist zum Beispiel bei dem Überfall auf das Gewerkschaftshaus. Wo sind die Proteste von den internationalen Gewerkschaftsverbänden? Habe ich da vielleicht was übersehen? Ja. Oder wenn ich mir anschaue, die Partei Vaterland heißt sie. Den Namen will ich nicht diskriminieren, aber die Partei ist offiziell Mitglied bei einem europäischen liberalen Bündnis, soweit ich mich entsinne. Ich glaube, das Europäische, nicht die liberale internationale weltweit. Und ich habe irgendwie noch keine Resolution von der liberalen Fraktion im Europaparlament oder gehört, oder dass die Leute von der FDP zum Beispiel in Deutschland sich jetzt vor die Kameras stellen und sagen, die Frau Timoschenko als eine Partei, die ja in der liberalen europäischen Bündnis ist, die soll den Kurs ändern, oder? Ja, aber das wundert dich das? Das ist ja alles sowas von
einseitig, praktisch auf allen Ebenen, oder? Ob politisch, medienmäßig, gewerkschaftsmäßig, egal was. Es ist sowas von einseitig. Und es werden dann diese Massaker, da geht man einfach drüber. Also, wie wenn, oh ja, das war halt irgend so eine Kleinigkeit, oder? Ich sage ja, wenn das umgekehrt gewesen wäre, dann wären wir vollgedröhnt mit Schreihälsen. Ja, aber vollgedröhnt. Nicht? Das wäre ja fast ein, also ein Kriegsgrund, das wäre ja der Auslöser. Genau. Ich meine, hat sich zum Beispiel irgendjemand heute darüber geäußert, dass in Wien das Sowjetdenkmal geschändet wurde auf dem Schwarzbergplatz oder wie der heißt, wurde mit blau und gelber Farbe überschüttet. Genau an dem Tag sozusagen, wo die Sowjetunion ihren Sieg über Nazi-Deutschland feiert. Ja? Ich meine, das sind so Sachen. Da werden es auch, weil die Judenverfolgung in der Ukraine wird ja völlig totgeschwiegen. Völlig totgeschwiegen. Wird Ich nichts finde, gesagt. unter Stalin hat es auch schlimme Verbrechen an den Ukrainern gegeben, diese Hungerkatastrophe. Aber ich frage mich, warum kommen Russen und Ukrainer nicht zusammen und gedenken zusammen dem von Nazi-Verbrechen und dem Verbrechen, die es um Stalinismus gab? Das wär vielleicht ein Schritt zur Versöhnung. Ja, aber das ist ja so lange her, ja. Ich meine, wir reden doch über heute, ja. Ich meine, das müsste doch alles schon längst verarbeitet sein. Außerdem, der Stalin war ja gar kein Russe. Der Stalin war Georgier, ja. Ich meine, das ist ja nicht so, dauernd wird auf die Russen rumgetrampelt. Dabei war das Sowjetunion, ja. Und der Chruschtschew war Ukrainer und der Stalin war Georgier, also es haben ja von allen möglichen Republiken waren ja damals die Parteivorsitzenden. Es waren ja nicht immer Russen, ja. Und wenn wir uns die Geschichte ein bisschen genauer angucken, wird uns Geschichtsrevisionismus vorgeworfen. Aber in Berlin das Panzerdenkmal der Russen per Volksentscheid irgendwie entfernen lassen zu wollen, das ist Eingriff in die Geschichte. Das hat doch mit nichts zu tun, was jetzt möglicherweise, egal was passiert, das ist Geschichte, die da steht. Und wenn man das ändert, dann ändert man die Geschichte und das ist krank. Ja, ich meine, man vergisst ja, dass ja eigentlich die Sowjetunion am meisten Opfer gebracht hat, um überhaupt Europa von den Nazis zu Ja, befreien. ja. Ja? Ich meine, das ist ja Millionen, unglaublich. Millionen Das sind ja Tote, Millionen. 27 Millionen Tote. Ja. Ja? Wenn ich mal überlege, ich habe im Geschichtsbuch gelesen, ich weiß leider nicht mehr von welchem Verlag, aber die Zahl habe ich immer gehört, dass der Zweite Weltkrieg 60 Millionen Tote gefordert hat. Und wenn man Ja, das jetzt mal davon bei die Hälfte Russen, prozentual, also oder Sowjetbürger. dann bin ich der Meinung, da bin ich der Meinung, dass das Gedenken der Opfer der Sowjetunion genauso hochgehalten werden sollte wie wie die Opfer des Holocaust. Es ist ja ein Vielfaches und ich denke, da sollten wir dem genauso gedenken. Natürlich, Ja. absolut. Ich meine, deswegen, es ist absolut eine Frechheit, dass in der Ukraine diese Denkmäler zerstört werden, aber auch jetzt mittlerweile hier, ja, wie gesagt, in Wien fand das heute statt, ja, und so weiter. Also das ist unglaublich. Ich meine, dauernd erzählen sie uns Kampf gegen rechts, oder? Kampf gegen rechts. Und dann tun sie die ganzen Rechten und Nazis und Faschisten in der Ukraine an die Macht bringen und lassen sie dort austoben. Das ist genauso wie der Kampf gegen den Terrorismus, benutzen aber die Terroristen in Libyen und auch in Syrien, um ihre Drecksarbeit zu machen, um ihren Regime-Change durchzuführen. Ja? Das ist genau das Gleiche. Die sind sowas von doppelzüngig, das ist nicht normal. Allerdings. Absolut. Und wie gesagt, wer sich dadurch nicht auf die Straße bewegt, das ist unverantwortlich. Ich will über so eine Themen gar nicht reden, aber alle haben gesagt, im Dritten Reich, hätten wir das gewusst oder hätten wir das mitbekommen, wir wären auf die Straße gegangen oder wir hätten was dagegen gemacht. Und so, leicht vergleichbar vielleicht, wir müssen was machen.
Wir Ja, können da nicht genau. Ich tatenlos meine, man hat zugucken. unsere Vorgängergeneration, hat man doch permanent den Vorwurf gemacht, ihr habt doch gesehen, was passiert, ihr habt doch gesehen, dass eure Nachbarn abgeholt werden. Und jetzt, aber damals gab es ja kein Internet, damals gab es einen Volksempfänger und den völkischen Beobachter. Fertig. Aber heute kann sich jeder informieren, so gut informiert wie heute, gibt es gar nicht mehr in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und trotzdem hocken alle auf ihren Arsch und tun nichts, ja? Ich meine, das ist ja der größte Vorwurf, den ich immer mache. Ihr wisst alles und tut nichts. Ja, wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer die Wahrheit kennt und nicht handelt, ist ein Verbrecher. Genau. Ich denke Absolut. mir, ich glaube, viele der Probleme, die wir heute haben, ist, dass man auch die Hinterleute aus der Wirtschaft, die die Nazis gefördert haben, so viele hat laufen lassen. Ja, na, das Geld musst du doch irgendwo herkommen. Das ist doch, aber das muss doch auch mal, das muss doch mal ganz offen angesprochen werden. Wo kamen denn Millionen und Abermillionen her, die das alles finanziert haben? Ja, Deutschland ich und meine, wir USA. wissen doch, dass keine Revolution stattfindet, außer irgendjemand sponsert das mit sehr viel Geld. Ob das die Oktoberrevolution war, aber auch die jetzt hier in der Ukraine. Ich meine, die Victoria Nuland hat doch zugegeben, dass sie 5 Milliarden Dollar reingebuttert haben, damit der Umsturz überhaupt passiert, ja? Ja, Und so. für Und die Demokratisierung, das ist auch geil, ne? Und ja. Coca-Cola hat da auch noch irgendwie eine Foundation, die auch nochmal 5 Millionen oder, ach, was weiß ich, 5, ja, wird ja reichen, egal, Summen. Auch zur Demokratisierung, eine Demokratisierungsstiftung betreibt Coca-Cola. Was wollen die demokratisieren, dass die Leute demokratisch Cola kaufen oder was? Ich meine, es wäre ja niemand auf dem Euromaidan gestanden, außer er hätte nicht die 20 Euro pro Tag an Taschengeld gekriegt. Und das kam ja irgendwo her. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die amerikanische Botschaft in Kiew die zentrale Steuerung gemacht hat. Die ganzen sogenannten Oppositionsführer gingen ja jeden Tag dort rein und haben sich ihre Befehle abgeholt. Das wissen wir doch mittlerweile alles. Die Leute sind ja nicht dort gestanden. Ich meine, die wenigsten waren aus ideologischen Gründen dort. Die meisten waren ja bezahlt, damit sie dort waren. Ja. Ja? Und wer hat denn das finanziert? Das State Department und Stiftungen und NGOs und wie sie alle heißen. Deswegen finde ich es völlig richtig, dass der Putin ein Gesetz verabschiedet hat, das diese ganzen Stiftungen und NGOs in Russland völlig unter Kontrolle bringt, damit man die müssen offenlegen, wo ihr Geld herkommt. Ja? Finde ich auch. Ich finde nur an einer Stelle ist er etwas ungeschickt gewesen, dass die es nicht offenlegen, oder nee, die, glaube ich, Geld aus dem Ausland kriegen, dass die sich als ausländische Agenten bezeichnen müssen. Das finde ich diskriminierend, aber in der Sache finde ich es Wieso? Das ist richtig. in Amerika genauso. Muss man in Amerika auch machen. Ja, dann finde Ja. ich das genauso diskriminierend in Amerika. Ich Ja. finde die Bezeichnung nicht okay. Ja, gut, aber Sie machen es ja auch. Alle ausländischen Organisationen, die Lobbyarbeit machen, müssen auch sich deklarieren, ja? Nicht? Ich glaube, es ist auch in vielen Ländern gedeckelt, wie viel man Geld aus dem Ausland annehmen darf als NGO. Ich sage ja nur, man stelle sich das umgekehrt vor. Man stelle sich vor, die Russen hätten 5 Milliarden Dollar in Deutschland investiert, damit irgendwelche Euromaidans oder hier stattfinden und der Putin wäre dann nach Berlin gekommen und hätte dann bei den Demonstrationen gesagt, also dieses Merkel-Regime, das müsst ihr sofort entfernen, oder? Und dann hätten die noch geschossen und die Ministerien in Berlin besetzt und Barrikaden aufgestellt. Soll ich euch sagen, was dann passiert wäre? Dann wären die Panzer gekommen und hätten das Ganze weggeräumt. Ja, aber umgekehrt ist das natürlich was anderes. Man zwingt den Janukowitsch, ein Papier zu unterschreiben, dass er keine Gewalt anwendet. Ja. Nur was ist denn das für eine Gewalt denn jetzt, wo die Panzer und die Kampfhubschrauber und die Soldaten nach Südostukraine geschickt werden, um gegen die eigene Bevölkerung zu schießen? Das ist in Ordnung. Da wird mir schlecht bei diesen Themen. Es ist unglaublich. Dabei gab es auch Zeiten, wo die Amerikaner ganz anders waren. Also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs schien der damalige Präsident Roosevelt eine Menge
gelernt zu haben. Und das war ein Amerikaner, der damalige Außenminister Burns, der hat darauf bestanden, dass wir Deutschen nur zu Wohlstand wiederkommen sollen, wenn wir uns im Grundgesetz auf Frieden und Menschenrechte verpflichten. Nicht nur auf die Grundrechte von uns, sondern auf die Menschenrechte der UNO. Haben wir in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Ich meine, da muss doch im kollektiven Bewusstsein der Amerikaner noch was übrig bleiben. Die haben uns auf Frieden und uns alle Deutschen verpflichtet, Frieden- und Menschenrechtsaktivisten zu werden. Ja, warum wohl? Warum wohl? Damit sie Deutschland unter der Knute haben. Ist doch logisch, oder? Ist doch klar. Außerdem war Deutschland ein Aushängeschild. Es war ein Schaufenster, das wurde ausgestattet. Dieser sogenannte Wirtschaftswunder. Das Wirtschaftswunder ist ja das ist aus zwei Gründen entstanden. Erstens mal musste Deutschland keine Zinsen damals zahlen und konnte deswegen die Steuereinnahmen praktisch 1:1 für den Haushalt verwenden. Aber mittlerweile ist ja die ganze Verschuldung und die Zinszahlung so in die astronomisch gestiegen, dass ja immer weniger vom Haushalt für wirkliche Investitionen ausgegeben werden kann, oder? Und der zweite Grund, warum es ein Wirtschaftswunder gab, ist, weil Deutschland musste ein Schaufenster sein gegenüber dem Kommunismus. Deswegen hat man den Wohlstand erlaubt. Ist es nicht interessant, dass genau seit dem Mauerfall der Lebensstandard kontinuierlich sinkt und auch alle Rechte weggehen, die Gewerkschaftsrechte, alle Rechte werden uns weggenommen seitdem, weil sie es nicht mehr machen müssen. Es gibt ja diese Konkurrenz nicht mehr zum kommunistischen System. Also kann man jetzt die Fratze zeigen, ja, die Maske fallen lassen und die Fratze zeigen. Ja, gibt es denn überhaupt noch Gewerkschaften? Wo gibt es denn noch Gewerkschaften? Ich höre nichts mehr davon. Ja, zu den damaligen, zum Aufschwung kann man ja auch noch sagen, wir hatten auch damals schon 1-Euro-Kräfte, aber die waren halt hinter der Mauer und haben für den Westen produziert, billig. Also, das ist da gibt es auch sehr interessante Verknüpfungen. Zum Beispiel IKEA hat in der DDR produziert für einen Apfel und ein Ei und hat es dann in den Westen verkauft. So konnten wir uns alle Billigregale leisten. Ja, genau, und die Schuhe wurden dort produziert, die also, der Salamander verkauft hat. Und die Kühlschränke, die der Otto-Versand verkauft hat, die wurden auch dort produziert. Also, nur die Arbeiter selber konnten mit ihrem Lohn nicht das Zeug kaufen, das sie selber produziert haben. Genau, also hatten wir damals schon 1-Euro-Kräfte im Endeffekt. Natürlich. Nur wir haben sie halt nicht in unserem Land gehabt. Das ist es halt. Und bei der Sache mit den Präsidenten und wie sie sich verhalten, ne, ich glaube, das wird immer schlimmer, je höher das Land verschuldet ist. Also da muss man ja auch wirklich ganz klar mal drüber nachdenken dürfen, inwiefern wird da Demokratie möglicherweise ad absurdum geführt, wenn ein Staat bei einer Privatinstitution so hoch verschuldet ist, inwiefern ist denn der Staat denn noch in der Lage, seine Politik zu gestalten? Also das muss mal wirklich ganz offen angesprochen werden. Für mich sind das keine wirklich demokratischen Verhältnisse mehr. Natürlich nicht. Ich meine, wir wissen ja, dass zum Beispiel der Ron Paul vor ein paar Jahren gesagt hat, wo er damals einen Audit der Fed haben wollte, hat er damals gesagt, ich habe als Kongressabgeordneter mehr Einblick in die CIA als in die Fed. Das hat er gesagt. Und genauso ist es übrigens in der Schweiz. In der Schweiz gibt es nur 3 Leute, die also im Direktorium der Schweizer Nationalbank sind, die alles entscheiden. Die Nationalräte, die Regierung, die haben alle nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Und die Nationalbank versteckt sich hinter dem Begriff, ja, wir müssen unabhängig sein. Ja, unabhängig sind sie ja nur von einer demokratischen Kontrolle. Aber nicht zum Beispiel von unabhängig von den Entscheidungen der Finanzelite. Ja, davon sind sie nicht unabhängig. Na, die setzen sie ja um. Genau, absolut. Wie ist es möglich, dass zum Beispiel die Schweizer Nationalbank über Nacht, ohne irgendjemanden zu fragen, 70 Milliarden Schweizer Franken der UBS als Rettung gegeben hat? Ich müsste mal den Betrag vorstellen. Der Bund, also der Schweizer Bund, nimmt 55 Milliarden Schweizer Franken im Jahr an Steuern ein. Das heißt, die haben
anderthalb Mal die Steuereinnahmen der Schweiz einfach der UBS gegeben, ohne jemanden zu fragen. Ohne jemanden zu fragen. Das Parlament durfte dann ein halbes Jahr später das nur noch absegnen. Ja? Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft bei dem Thema, wenn wir mal wirklich wieder echte Demokratie haben wollen, müssen wir den Chef der Europäischen Zentralbank bestimmen können. Dann hätten wir mal wieder Demokratie. Ja, zum Beispiel, weil der hat ja irrsinnigen Einfluss auf unser Leben. Ja? Ja. Durch die Zinsen und durch die Liquidität und all das hat er einen riesen Einfluss. Deswegen stimmt ja die Aussage, die irgendein Rothschild mal gesagt hat. Gib mir das Recht, das Geld zu kontrollieren, dann ist es mir egal, wer die Gesetze macht. Das ist absolut richtig. Ja? Absolut richtig. Ist doch völlig scheißegal, wer an der Regierung ist. Wenn ich die Nationalbank kontrolliere, dann kontrolliere ich alles. Das ist wohl wahr. Ja. Und dann ist es noch so, dann ist es ja noch so, dass die Nationalräte nicht mal wissen dürfen, wo die Schweizer Nationalbank ihr Gold hat. Dann sagt der Chef der Nationalbank, das geht euch einen Scheißdreck an. Und wir Deutschen kriegen, glaube ich, unser Gold auch nicht wieder. Das ist verschwunden. Das ist und weg. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat, aber aus der Ukraine soll ja auch ziemlich zügig ein paar Tonnen Gold. Natürlich, ich habe das ja geschrieben an dem Tag, wo es passiert ist. Die 35 Tonnen, die sind gerade mit dem Flugzeug abgeholt worden. Die sind entweder in der Schweiz gelandet, in London oder in New York. Ja, irgendwo sind sie hin verfrachtet worden. Das ist immer das Erste, was sie machen, wenn sie in ein Land reinfahren. Sie klauen die Gold, den Goldschatz. Und das Nächste ist eine schöne Zentralbank, damit die Zentralbank dem Land Kredite geben kann, damit sie es wieder aufbauen kann und mit Zinsen zurückzahlen muss. Das müssen die Menschen mal verstehen. Ja. Ich finde das von wegen Medien, wollte ich noch mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Bilderberg-Netzwerk oder Bilderberg, empfinde es eher wie ein politisches Kartell. Da sind auch regelmäßig Vertreter wichtiger Medien da, nicht nur. Da kann ich euch ein Beispiel geben. Ich kann euch ein Beispiel geben. Also einer der größten Zeitungsverlage in der Schweiz ist Tamedia. Ja, Tamedia. Der Chef von Tamedia war 2012 beim Bilderberg-Treffen in Washington. Seitdem er dort war, berichten seine Medien überhaupt nichts. Erstens mal über Bilderberg selber. Sie haben also kein Wort darüber geschrieben, dass er dort war. Und sie berichten grundsätzlich nicht mehr darüber. Seitdem tun die mich massiv kritisieren. Du glaubst gar nicht, wie die mich hier mit Dreck bewerfen. Fast jede Woche ist ein Artikel über mich, dass ich ein Antisemit wäre. Ja, letzte Woche wieder einer. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich meine, Als Begründung geben sie an, weil ich im Iran war und weil ich Bilderberg kritisiere. Also, dabei ist ja Bilderberg eine Nazi-Organisation. Die wurde von Nazi gegründet. Aber das ist doch nur einmal die Woche. Ich krieg mittlerweile oder mindestens ein, zwei Artikel am Tag. Hey, du musst ein bisschen nachlegen. Bei Bilderberg, also ich habe eher den Eindruck, das war zwar von den Nazis und war auch bei den IG Farben, aber ich glaube, dass die bei Bilderberg eher in der Tradition der IG Farben an ihrer Traditionslinien ist. Ja, weil sie sind internationalistisch. Ja, aber IG trotzdem. Farben, wir wissen doch, wie Mussolini den Faschismus definiert hat. Die Verschmelzung der Staatsmacht mit der Konzernmacht. Und genau das ist Bilderberg und genau das war IG Farben und genau ist das heute. Das wirkliche Sagen heute haben Konzerne, die ganz großen Weltkonzerne, die steuern alles. Das sind die über alle Länder schweben, denen die nationalen Gesetze überhaupt nicht interessieren. Das sind auch die dauernd die EU zwingen, alles zu standardisieren, damit sie natürlich nur ein Produkt produzieren müssen und europaweit verkaufen können und nicht mehr auf nationale eigene Gesetze Rücksicht nehmen müssen und so weiter und so weiter. Ich meine, also, was die Bilderberger wollen, ist eine sogenannte Welt-AG und sie sind im Vorstand. Das ist das, was sie wollen. Ja? Eine Konzerndiktatur, das wollen sie. Mit Wahlen noch als Fassade, so wenn ich das... Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch schon lange alles eine Fassade. Wir leben doch mittlerweile schon, ich sag das ja...
Aber ich würde das als Bankenfaschismus bezeichnen, in dem wir leben. Und darüber sollte man mal nachdenken. Der Faschismus Natürlich. ist nicht irgendwo, der Faschismus ist direkt hier und von Banken kontrolliert. Wir leben in einem Bankenfaschismus, könnte man fast sagen. Es ist ja so, was den Leuten erzählt wird, was rechtes Gedankengut und Faschismus ist ja völlig falsch. Da wird ihnen erzählt, wenn einer mit Glatzkopf rumläuft und den Arm hebt und ein Hakenkreuz trägt, das wären die Faschisten. Es Das ist ist doch ein nicht wahr, das Uninformierter. sind doch nur die Äußerlichkeiten. Es geht ja darum, um die Ideologie. Die Ideologie ist ja das und, da, und die EU und alles, was wir erleben, das ist alles eine nationalsozialistische Ideologie, die da abläuft. Ja? Ich denke, dass das eine der Traditionslinien ist mit der von den Konzerndiktatur. Meine Meinung ist, Faschismus und das, ich sehe das Richtung sehen. Einmal das mit der Verfolgung und Diskriminierung von Minderheiten, dass das ein Begriff ist, und einmal Faschismus in dem Sinne, dass man Konzernmacht und staatliche Macht mischt, dass das aber unterschiedliche Dinge sind, die man beide Faschismus nennt und die bei der Nazi-Diktatur beide zusammen da gewesen sind. Zum Beispiel, das Nichtrauchen, das ist eine Nazi-Ideologie. Das haben die Auch. Nazis damals gemacht. Die Nazis haben als erste auf den Zigarettenpackungen Warnschriften drauf gehabt. Wenn du in der SS sein wolltest, durftest du nicht rauchen. Ja? Das ist eine Nazi-Ideologie. Und die kommt daher. Dein Körper gehört nicht dir, der gehört der Volksgemeinschaft. Und genauso ist es heute, der Körper gehört nicht dir. Und wenn du dich nicht impfen lässt, dann werden die dich zu impfen zwingen. Ja? Ich würde, ja, ich, okay, ich würde trotzdem ein bisschen mehr fokussieren. Es geht uns ja eigentlich darum, um den Frieden. Ja, was ich auch total interessant finde, zum Beispiel in den USA, gibt es einen interessanten Artikel von Daniel Estulin wie in verschiedenen Thinktanks Leute von großen amerikanischen Fernsehsendern sind. Findet man zum Beispiel bei Recenter, also wie zum Beispiel da Leute beim Council on Foreign Relations mit verbunden sind oder bei Bilderberg. Ich denke, dass es eine ganze Menge solcher Thinktanks sind, wo Banken und Medien oder Leute in Schlüsselpositionen von Medien die Außen- und Sicherheitspolitik beeinflussen. Und ich glaube, Natürlich. daran liegt ganz stark diese Berichterstattung, die Einseitigkeit. Vor 2 Jahren hat die Hillary Clinton bei der Eröffnung von der Council of Foreign Relations in Washington hat sie ihre Rede gehalten. Und dann hat sie zugegeben, dass sie ihre außenpolitischen Ideen von der Council of Foreign Relations holt. Das hat sie sogar bei ihrer Ansprache zugegeben und hat sich dabei bedankt. Dass der so um die Ecke liegt, ne? Ja, ich erinnere mich, man, das ist ja gleich hier um die Ecke, hat sie, glaube ich, noch gesagt Ja, irgendwie. und sie hat ja gesagt, ja, wir bedanken uns und daher kommt ja der ganze Einfluss, ja, auch von diesen Thinktanks, oder? Und das Gleiche ist hier in Europa oder in Deutschland mit der Atlantikbrücke. Ich meine, jeder, der was werden will in der Politik, muss ja in der Atlantikbrücke sein und daher kommt ja die ganze Ideologie her, ja, Da die treffen sich ja umgesetzt wird. Alle Parteien, also alle Parteichefs sind da. Dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, Moment, was ist denn hier los? Die SPD macht die stärkste Sozialreform, die CDU schaltet auf einmal alle Atomkraftwerke ab. Also machen die Parteien doch im Endeffekt gar nicht mehr Parteiarbeit laut Parteibuch, sondern Arbeit, die gerade erforderlich ist. So. Also Ja, natürlich. würde jede der vier großen Parteien in Deutschland das Gleiche machen in einer bestimmten Situation. Also ist es doch im Endeffekt so, ja, wir wählen im Endeffekt echt nur die Farbe von dem Schaffner aus, der uns die nächsten 4 Jahre durch die Gegend fährt. Aber thematisch sind die alle gleichgeschaltet. Also von daher muss man auch da mal ganz genau fragen, wo ist denn da die Demokratie geblieben? Oder ist es vielleicht schon ein bisschen so wie in der DDR, dass wenn man die alle vier in einen Topf schmeißt, gibt es immer schöne 95% und alles ist gut? Ja, ich meine, es ist doch ganz klar, dass in Deutschland gibt es eine SED, also eine Einheitspartei, ja, die höchstens aus verschiedenen Fraktionen besteht, aber im Endeffekt machen sie alles das Gleiche. Ich meine, es ist ja absurd, dass eine rot-grüne Regierung einen Angriffskrieg
das erste Mal die deutsche Bundeswehr in einen Angriffskrieg geschickt hat, ja, und der Schröder hat sie jetzt gerade zugegeben. Oh, Er wie hat ihr geil war das zugegeben, Interview, ne? er hätte das Völkerrecht gebrochen mit dem Angriff auf Serbien, Und ja. wie der Zeitchef ihm noch widersprechen will, wa? Ich meine, wie der Typ wirklich daneben sitzt und dem ehemaligen Bundeskanzler ins Wort fällt, so nach dem Motto, ach, das können Sie ja so nicht sagen. Und unser ehemaliger Bundeskanzler, doch, das kann ich. Da muss man sich mal alles überlegen, ey. Ja, so Die ist es. Zeit ist auch ziemlich stark bei Bilderberg auch zum Beispiel stark involviert gewesen. Inzwischen sind, glaube ich, keine Medien mehr im Lenkungskomitee von Bilderberg, weil das doch vielleicht ein bisschen sehr auffällig ist. Ja, ich kenne mich jetzt auch ganz ehrlich mit den Spielt ja keine Bilderbergern aus. Rolle. Ich weiß nicht, wer da drin ist oder was. Es gibt so viele von diesen Thinktanks und Gruppen. Das ist auch eigentlich überhaupt dieses Thema. Also das muss man ansprechen, aber nicht jedes einzelne, das ganze System muss sich ändern. Man muss halt feststellen, so wie es jetzt ist, haben wir keine freien Medien. Feierabend. Was können wir machen, damit wir wieder freie, unabhängige Medien Das herstellen ist können? ja der Grund, warum ich überhaupt mitgeholfen habe, diese Petition zu starten, Russia Today auf Deutsch, weil wir das, damit wir wenigstens einen professionellen Nachrichtensender kriegen, der als Gegenstimme zu den ganzen Einheitsmedien ARD, ZDF und wie sie alle heißen sind, dass Problem wir ist natürlich. da eine Gegenstimme kriegen, weil die englische Version von Russia Today ist in Amerika sehr erfolgreich. Und das fehlt hier im deutschsprachigen Raum, denn wir müssen einen völlig neuen Markt eröffnen. Ich meine, der Internetinformation, die ist völlig ausgeschöpft. Da können wir nicht mehr viel machen. Wir haben alle erreicht, die wir erreichen können. Wir können nur mit einem professionellen Sender was machen und das Geld dafür kann nur von außerhalb kommen, wie von Russia Today, damit die sowas auf die Beine stellen. Ja. Man muss das halt immer alles sehr differenziert betrachten. Russia Today macht genau die gleiche Propaganda wie die deutschen Medien. Ne? Man muss halt wirklich als Bürger heutzutage die Informationen aus den Informationen raussaugen, wo man glaubt, dass sie am ehesten stimmen können. Und das wenn am Moment, besten noch. ich beobachte Russia Today schon seit 2004, seitdem sie gegründet wurden. Und ich habe noch nie bei irgendeiner Sendung feststellen müssen, dass das, was sie erzählen, nicht stimmt. Okay. Habe ich Ja. noch. Natürlich tun sie die russischen Blickwinkel zeigen. Das ist ja auch völlig berechtigt. Aber was sie sagen, habe ich noch nie als Lüge entdeckt oder als Falschmeldung. Ja, Aber okay. wenn ich mir unsere Medien anschaue, da ist ja jeder zweite Artikel eine Lüge. Da muss man ja auch gar nicht in irgendwelche Ukraine-Konflikte gehen. Da muss ich mir ja nur die Berichterstattung über unsere Mahnwachen angucken. Und dann weiß ich ja Ja. schon, wie da gelogen wird. Ich habe den Natürlich. Eindruck, dass dieser Versuch, die Mahnwachen in ein ja, Rechtsaußenlicht zu stellen, dass das inzwischen endlich wegbröckelt. Denn das scheint tatsächlich sind auf der Mahnwachen, habe ich den Eindruck, eher ein sehr breites Spektrum. Und ganz extreme Kräfte werden eher ferngehalten. Ja, genau so sieht's aus. Also, und wie gesagt, da steht jede Art von Mensch, Mütter, Väter, Oma, Opa, Kinder, Kleinkinder, Jugendliche, Immigranten, Asylanten, Ausländer jeder Couleur, Besucher, also Leute auch jeder Religion, da stehen Professoren und Hartz-IV-Empfänger. Das ist eine Bewegung vom Volk fürs Volk. Und diese Bewegung kann man einfach nicht mit dieser Nazi-Keule da niederprügeln. Und das haben die Medien jetzt auch langsam begriffen. Und sie müssen ja zwangsweise damit aufhören, ansonsten verlieren sie ja total ihre Glaubwürdigkeit. Wobei schon ganz viele Leute jetzt mittlerweile sagen, ja, ich kündige mein Abo und ich mache da nicht mehr mit und sowas. Aber gut, jetzt ist es dann halt momentan nicht die Nazi-Keule, die sie jetzt schwingen. Jetzt versuchen sie uns halt als Spinner und Esoteriker und Verschwörungstheoretiker abzustempeln. Wobei ich immer nachfrage, wo denn beim Finanzkreislauf auf dieser Welt die Verschwörungstheorie ist. Ich habe ihn auch schon mal als Verschwörungs. Übrigens, mir hat gerade jemand ein Mail geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Erst einmal danke für die Arbeit, die du betreibst. Mein Verlobter hat auf der letzten Hamburger Mahnwache eine Rede gehalten und zwar darüber, dass ihr Cousin nicht zu unserer Hochzeit kommen darf, weil er für das russische Militär arbeitet. Diese Rede zeigt ganz gut, wie die geopolitischen Machtspiele unser tägliches Leben beeinflussen. Es würde mich daher freuen, wenn du sie teilen würdest. Das heißt also, man hat jemand, weil er ein Mitglied des russischen Militärs, nicht
nach Deutschland einreisen lassen. Man hat ihm kein Visum gegeben. Wir hatten letzten Montag ein Mädchen auf der Bühne, eine Frau, keine Ahnung, vielleicht Mitte 20 oder sowas, Anfang 20. Die hat früher, ich glaube, für die Zeit online geschrieben oder Frank, ich weiß es nicht, für irgendeine Publikation hat sie online geschrieben und hat dann aber auch 4 Monate freiberuflich für Russia Today gearbeitet, weil sie halt Russisch, Deutsch und Englisch kann. Und dann wollte sie wieder bei dem deutschen Online-Magazin eine Publikation veröffentlichen und da hat sie im O-Ton sowas gesagt bekommen, vergiss es, du hast für die russische Propagandamaschine gearbeitet, du bist raus hier. Das ist Presse- und Medienfreiheit bei uns. Ist es aber nicht interessant, dass eine Moderatorin vor einem Monat, damals wo das Ganze losging, die in Amerika tätig ist, sich offen live auf Russia Today gegen die Geschichte auf der Krim ausgesprochen hat? Ist es nicht interessant, dass sie heute noch ihren Job hat? Die kann heute noch, obwohl sie ihre Meinung gegen die russische Politik gesagt hat, kann sie immer noch heute auf Russia Today ihre Sendung machen. Ja, krass. Aber nehmen wir mal Eva Herrmann her. Die hat ja nur ein Pieps gesagt. Und schon ist sie, das war ja die Frau Tagesschau. Und dann wurde sie einfach wumm, weg war sie. Ja? Nur weil sie mal über die Familienpolitik gesprochen hat. Ja, die Keule ist halt wirklich schlagkräftig, aber vielleicht auch bald nicht mehr. Also das ist pervers, was mit dieser Keule gemacht wird. Jeder Freidenker kriegt die übergezogen. Und ich würde es als sehr, sehr schönes, als sehr, sehr schönen Nebeneffekt ansehen, wenn diese Keule einfach nicht mehr so wahllos geschwungen werden kann danach, weil sie sich vielleicht einfach mal abgenutzt hat über die letzten. Ja, ich meine, diese Keule mit Antisemitismus und Rechts, die ist ja so inflationär verwendet worden, dass sie überhaupt keinen Wert mehr hat. Ja. Ne? Und das wissen wir ja doch. Dabei sind ja sie die Nazis und nicht wir. Ja? Die einem den Mund verbieten wollen. Das ist eine Nazi-Ideologie. Und ja? Vor allem ist ja auch das Problem, wie will man denn gegen die Nazis was machen, in Anführungsstrichen, wenn man nicht mit ihnen redet. Wir können doch nicht weiter irgendwie in einem Gedanken feststecken bleiben, wir müssen die Nazis bekämpfen oder sowas. Wenn, dann müssen wir die Gedanken in den Köpfen der Nazis bekämpfen. Und da ist es auch jeder Rechtsradikale oder jeder mit irgendeinem extremen Gedankengut, das ist die ursprüngliche Sache, woran es liegt, ist Fehlinformation. Die Leute haben nicht die richtigen Informationen bekommen in ihrem Leben. Und solange das nicht geändert wird, wir können doch nicht die Menschen bekämpfen. Wir müssen das Denken bekämpfen, in Anführungsstrichen. Und das geht nur durch richtige Bildung, anständige Informationen. Und für das, was die Leute, und für bestimmte Dinge, die diese Leute machen, gibt es ja auch Straftatbestände, wenn sie Volksverhetzung machen. Und bestimmte Symbole sind Gott sei Dank verboten. Da hat ja der Gesetzgeber Grenzen gesetzt. Und ich denke, ansonsten, viele Menschen kann man durch Bildung noch erreichen. Ja, aber diese Symbole, das ist doch auch nur eine Täuschung. Es geht um die Ideologie und nicht um die Äußerlichkeiten. Ich meine, wir wissen doch, dass jeder zweite NPD-Mitglied ist doch ein Mitglied auch von dem Verfassungsschutz. Ja? Ich meine, das wissen wir doch. Die tun doch nur diese Typen aufrechterhalten, damit sie einen Feind haben, den sie bekämpfen können. Das sind doch nicht die wirklichen Nazis. Die wirklichen Nazis sind die, die in Brüssel hocken. Das sind die wirklichen Nazis. Ja, geht doch immer um Feindbilder. Wie die Prohibition in Amerika zu Ende war, da hatten sie auf einmal ein Problem, weil die DEA am nächsten Tag nicht mehr wusste, was sie machen sollte. Naja, und was haben sie gemacht? THC, also Gras verboten. So hatten sie erstmal wieder einen neuen Aufgabenbereich. Abgesehen davon, dass noch einer in der Regierung war, der Nylonfaser hergestellt hat und Hanffaser wäre eine große Konkurrenz geworden. Aber ja, also wie gesagt, es geht immer nur um Spalten, um Feindbilder, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Übrigens, habt ihr gehört, was der Verteidigungsminister Chuck Nagel gestern gesagt hat? Er hat ganz klar bei einer Rede zum Ausdruck gebracht, dass diese Krise sozusagen jetzt in der Ukraine und dass Russland der Bösewicht ist, absolut es notwendig macht, die Verteidigungsausgaben zu steigern und dass deswegen der Kongress nicht
die Kürzungen vornehmen darf, die sie vorhaben. Und das passt natürlich genau in das Bild rein. Die dahinter stecken, haben jetzt Russland als wieder als neuen bösen Feind entdeckt, damit sie ihre ganze Rüstung vertreten können. Und deswegen werden auch die europäischen NATO-Staaten aufgefordert, ihren Verteidigungshaushalt massiv zu erhöhen. Chuck Hagel findet man auch zum Beispiel auf der Webseite von Council on Foreign Relations. Und er war zumindest, soweit ich mich recht entsinne, wenn ich Jim Tucker richtig gelesen habe, ich glaube, bei zwei Bilderberg-Konferenzen, auch wenn das schon etwas länger her ist. Ja, es waren ja alle dabei. Ich meine, der Chef von der CIA war ja auch dabei. Es ist ja so, sie wollen einfach sie brauchen einen neuen Feind, damit sie ihre ganze Kriegsmaschinerie vertreten können und rechtfertigen können, weil aus Spargründen und weil sie ja völlig pleite sind, wollen ja die Abgeordneten die Budgets streichen. Und das geht ja mal gar nicht. Also muss ein neuer Feind her. Und deswegen machen sie das auch jetzt mit Russland. Ja? Die Menschen müssen einfach begreifen, dass wir uns keine Feindbilder mehr in den Kopf pflanzen lassen dürfen. Wir kennen doch den Russen gar nicht. Wie können wir denn den Russen hassen? Wie können wir denn auch die Moslems hassen? Wir kennen doch die Moslems gar nicht. Das sind die Medien, die uns Feindbilder in unsere Köpfe impfen und wir fangen an, diese Menschen dann auf einmal zu hassen oder irgendwie als suspekt anzusehen oder. Das ist pervers, was hier gemacht wird. Wir müssen uns dagegen wehren. Wir lassen uns keine Feindbilder mehr auf oder oktroyieren. Das ist doch krank. Wir entscheiden, wenn überhaupt, selber, dass wir irgendeine Person nicht mögen. Aber das hat auch nichts mit der ganzen Gruppe von Menschen zu tun, die da lebt und arbeitet und ach, Mann, ey. Ich meine, ich weiß ja ganz genau, damals 2002 haben sie den Saddam Hussein als den größten Feind aller Zeiten hingestellt, als neuen Hitler, oder? Und deswegen haben sie, und dann noch die Massenvernichtungswaffen und dann haben sie ihn angegriffen und das Irak platt gemacht. Dann war natürlich der Gaddafi der neue Hitler, also konnte man auf den losgehen. Und dann war natürlich der Assad der neue Hitler. Und jetzt ist es der Putin, ist der neue Hitler. Also immer wechselt das. Also wer ist denn noch nicht neuer Hitler gewesen? Ja? Bei Putin, man sollte sich vielleicht mal angucken, was das für Parteien sind. Putins Partei ist eine konservative Partei, aber sie international ist in einem Bündnis der Mitte, der CDI, von den Christdemokraten. Während zum Beispiel Deutschland die CDU in der IDU ist, was ein Bündnis ist, auch von Konservativen, aber gemäßigt Rechten, wenn die CDI grundsätzlich eher etwas stärker in der Mitte ist. Also zumindest Putins Partei, zumindest wenn man sich deren Programme anguckt und wenn man sich anguckt, wie die international verbunden sind, mit welchen Parteien, passt das nicht. Aber sie haben einen recht auch einen Koalitionspartner, das muss man auch sagen, die Partei Rodina, wenn ich da noch... Diese ganze Rechts-Links-Geschichte, die ist doch völlig überholt, das ist doch, das ist wieder das Spiel von ihnen, dass sie Schubladen machen, linke Schublade, rechte Schublade... Das ist doch völlig überholt, dieses Denken. Nein, die Occupy-Bewegung hat etwas Richtiges gesagt. Es geht um die 1% gegen die 99% und wir hocken alle im gleichen Boot. Ja? Ja, Mann, ob in Indien oder in Brasilien oder in Deutschland, das ist wirklich nur ein großes Boot, Mann. Das müssen wir auch mal verstehen. Okay. Aber sie versuchen immer, diese Schubladen reinzustecken. Dabei ist ja heute, wie ich vorher sagte, gegen den Krieg zu sein, ist doch eine linke eigentlich Position. Ja? Und trotzdem wird man als Rechter hingestellt. Es ist doch alles völlig auf den Kopf gestellt, das Ganze. Hat nicht Marx mal gesagt, dass man manchmal Konflikte schürt, um von sozialer Ungleichheit abzulenken? Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber auf jeden Fall ergibt der Satz sehr viel Sinn. Ja, natürlich ist das Ganze eine Ablenkung, nämlich die Ablenkung von der Finanzkrise, die ja immer schlimmer wird. Nur weil man nichts mehr hört in letzter Zeit, heißt ja nicht, dass es hinter den Kulissen gewaltig brodelt. Ich meine, die ganze Verschuldungsgeschichte, die geht ja alles weiter. Da ist ja überhaupt kein einziges Problem gelöst worden. Jeder Mathematiker dieser Welt wird sagen, dass die Schulden, die die Länder haben, niemals beglichen werden können. Niemals. Es geht nicht.
Sie dürfen gar nicht beglichen werden. Ich habe das in vielen Abgesehen davon. Artikeln beschrieben, denn wenn wir haben ein Schuldgeldsystem, das Ja. heißt, Geld wird durch Schulden produziert, also kann man Schulden gar nicht reduzieren. Im Gegenteil, man muss immer neue Leute finden, denen man noch mehr Schulden aufbürden kann. Und Das diese ist richtig. 17 Milliarden, die da die Ukraine kriegt, das sind ja auch wieder Schulden, ja, und so weiter. Das ist doch nicht geschenkt. Und das heißt also, wenn die Politiker sagen, ja, wir müssen den Haushalt und die Schulden reduzieren, das geht gar nicht. Das Und das darf man nicht. Wenn man die Geldmenge steigen soll, dann muss es mehr Schulden geben. absolut. Vielleicht. Und wenn man die Schulden zurückzahlen würde, müsste man 97% des Geldes vernichten, so nach dem Motto. Aber wir Ja. können ja noch mal ganz kurz, ich gebe ja immer gerne Begriffe zum Googlen. Die Zuhörer können ja gerne mal Target-2-Konten googeln. Also wirklich wahr, Leute, wenn uns die um die Ohren fliegen, dann bricht Europa eh auseinander. Wenn die Target-2-Konten platzen und die sind nicht mehr aufzuhalten, die werden platzen. Es geht nicht anders. Und wie gesagt, City of London muss man auch mal eingeben, das haben viele nicht gehört. Den Vatikan kennen einige, aber dass es noch andere von solchen Staaten im Staat gibt, das ist auch elementar zu wissen. Also wie gesagt, Target-2-Konten und City of London, da hat man heute Abend erstmal was zu tun. Ich meine, Target 2, das bedeutet ja, das ist ja das, was ja die Bundesregierung einem ja nicht erzählt. Diese sogenannte, das ist Deutschland Exportweltmeister ist. Das Ach, ist eine ja nur, Lüge. nur wegen Target 2, weil man den Leuten, den Ländern, muss man das Geld geben, damit sie Genau. deutsche Produkte kaufen Ja, können. absolut. Wir Ich bezahlen meine, was ist denn das für ein krankes System, für. wenn ich als Firma meinen Kunden Geld geben muss, damit sie meine Produkte kaufen? Ja, Mann, Ja? so ist es. Genau so sieht es aus. Das ist so, so krass, Mann. Und die Leute glauben halt einfach, hier ist alles gut und uns geht's gut. Entweder bezahlen wir die Produkte mit unserem eigenen Geld oder wir kriegen das bezahlt mit Geld, was im Süden gedruckt wird, was aber im Norden wieder geschreddert werden muss. Ja, ist etwas uns zu den Panzerbewegungen bekannt. Natürlich gibt es viele Meldungen. Ich habe von meinen Lesern aus Ungarn gehört, ich habe aus Lesern von anderen Ländern gehört, die im Osten sind, dass es große Truppenbewegungen und auch Bewegungen von Kriegsgerät in Richtung Osten gibt. Ja. Und da tut sich scheinbar was. Und das haben sie auch zugegeben, dass immer mehr an Kriegsmaterial und an Soldaten an die russische Grenze gestellt wird. Ja, von oben vom Baltikum bis runter nach Bulgarien. Ja, also das wird überall aufgefahren und ins Schwarze Meer auch. Das heißt, als ob die NATO darauf warten würde, wenn etwas passiert, schnell einsatzfähig zu sein. Ja, was passiert? Ich meine, es ist ja so, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist natürlich das, was die NATO macht, ein Riesenbluff. Die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendwas gegen Russland zu machen. Wenn Russland zum Beispiel entscheiden würde, was sie ja nicht tun, aber nehmen wir an, sie würden es machen, die Ukraine einzunehmen, dann ist das passiert und dann macht die NATO gar nichts. Sie dürfen ja gar nicht. Die Ukraine ist ja nicht in der NATO. Also der Verteidigungsfall, Paragraph 5, trifft da nicht zu. Ja? Die können gar nichts machen, weil sie einfach von Material nicht mal in der Lage sind, was zu machen. Das ist alles ein Bluff. Naja, und Ja, da habe ich meine wenn Zweifel. Russland und China ihre amerikanischen Dollarreserven abstoßen würden, dann könnte sich das amerikanische Militär wahrscheinlich nicht mal mehr Klopapier leisten. Ja, sowieso. Außerdem, ich kann mich noch erinnern, der Putin wurde mal in einem Interview gefragt, stimmt das, dass die Russland Amerika in 30 Minuten vernichten kann? Und dann hat er kurz gedacht und hat gesagt, nee, das geht viel schneller. Ja, Ja. China ist halt ein guter Teilhaber an amerikanischen wertlosen Papier. Die haben echt einen Vogel, sich mit einer Atommacht anzulegen. Ja, die haben sie echt nicht alle. Die Ja. deutschen Wirtschaftsnachrichten haben heute gemeldet, dass Russland nicht in die dass die NATO der Einschätzung ist, dass Russland nicht in der Ukraine intervenieren wird, Natürlich sondern nicht. eher
sich die Glaubwürdigkeit der ukrainischen Regierung auseinandernehmen. Dass das die russische Strategie ja, ist. Ja, der Putin hat überhaupt kein Interesse, in der Ukraine militärisch zu intervenieren. Hat er überhaupt nicht. Und er hat ja auch jetzt die Truppen sogar zurückgezogen von der Grenze, um als Signal, dass sie überhaupt nichts machen wollen, um dieses Argument natürlich zu entkräften, dass der böse Russe will jetzt in die Ukraine einfallen. Ja, die Ukraine, was dort passiert, ist ganz klar ein Bürgerkrieg. Und das habe ich vorher gesagt, das ist ein Bürgerkrieg zwischen den Faschisten und den Antifaschisten. Das läuft jetzt dort ab. Ja. Ja, und unsere Regierung unterstützt die falsche Seite, würde ich sagen. Natürlich. Das hat sogar gestern einer gesagt, der Westen hätte aufs falsche Pferd gesetzt, ja. Ja, aber das ist ja im Endeffekt noch viel schlimmer, als aufs falsche Pferd zu setzen. Mann, ich will das alles gar nicht so krass ansprechen, aber das ist doch pervers, was da passiert. Wenn das wirklich alles stimmt, dann ist Jahrzehnte Geschichte umsonst, dann ist alles umsonst, dann. Was soll das? Wieso gehen die Menschen nicht auf die Straße? Ich flehe euch alle an, die ihr hier zuhört, ey. Bitte geht auf die Straße. Das ist unsere einzige Chance. Und vor allem. Deswegen unterstütze ich ja auch diese Initiative. Liebe vereint uns und Europa liebt Russland und Russland liebt Europa. Das heißt, dass wir diese ganze Kriegshetze sozusagen mit Liebe überwinden können. Denn dagegen können sie ja nichts sagen. Ja, ich meine, das können sie dann nicht zerpflücken. Ja? Liebe ist noch nicht verboten. Nachbarn auf unserem Kontinent. Und so ist es. Die sollen wir jetzt auf einmal wieder hassen. Die spinnen doch wohl. Ich meine, ich war in Sochi während der Olympiade, ich war den ganzen Februar dort und ich habe krampfhaft versucht, einen Fehler zu finden, weil ich ja auch mit diesen Medienmeldungen gekommen bin. Und ich sage euch eins, ich habe überhaupt nichts gefunden. Im Gegenteil, ich war dort einen ganzen Monat und habe mir das angeguckt, ja. Und ich habe auch mit den Journalisten, die dort waren, gesprochen und habe gesagt, was ist eigentlich mit euch los, mit diesem Russland-Bashing, oder? Und dann haben die mir gesagt, ja, ich habe mit den deutschen Journalisten gesprochen, die haben überhaupt keine Antwort gegeben. Die Schweizer Journalisten haben gesagt, ja, wir machen den Scheiß nicht mit. Das ist schon meine 9. Olympiade, die ich jetzt hier berichte. Und es ist für mich alles ganz toll, was die hier gemacht haben. Und was alle vergessen, diese 50 Milliarden Dollar, die für diese Olympiade ausgegeben wurden, mehr als die Hälfte davon ist ja in Richtung Europa gegangen für Aufträge. Wer hat denn das alles gebaut und geliefert? Das waren ja europäische Unternehmen, die davon profitiert haben, ja, von diesen ganzen Olympiade durch Arbeitsplätze und Gewinn, den sie gemacht haben. Und als Dank geht dann die deutsche Regierung her und haut den dauernd auf den Kopf und macht noch Sanktionen. Ich meine, ich habe ja gestern einen Artikel geschrieben, dass sich diese Sanktionen ja immer gegen den auswirken, der sie ausspricht. Und tatsächlich gehen schon die ganze Wirtschaft in Deutschland zurück. Ich wollte noch was zum IWF sagen. Du hast auf alle Schall und Rauch uns aufmerksam gemacht. Ich fand das ganz entscheidend, dass der IWF ja gesagt hat, dass sie das Geld so nur bekommen, in der vorgesehenen Form, die Kredite, wenn die ukrainische Regierung das Land unter Kontrolle hat und dass das den Konflikt eher anheizt. Ich habe mir das mal angeschaut. Der IWF hat mehrere Dokumente aus der Ukraine auf seiner Webseite. 1. Mai, Textziffer 17 und 66, hat er tatsächlich geschrieben, eben, wenn die Regierung das Land eben den Osten nicht unter Kontrolle behält, dass man das Programm dann nochmal überprüfen müsste. Also ich verstehe, dass so die Bedingungen nochmal neu machen müsste. Nicht, dass sie den Kredit gar nicht geben wollen, sondern die Konditionen ändern würden. Ja, erstens einmal hat die Ukraine vom IWF keine 17,5 Milliarden Dollar gekriegt, sondern sie haben 11 Milliarden sogenannte, ihre eigene Währung. Sonderziehungsrechte haben sie bekommen. Und die Sonderziehungsrechte bestehen aus einem Korb von Währungen, wobei der Dollar nur 40% ausmacht. Also sie kriegen keine Dollars, sondern sie kriegen Sonderziehungsrechte. Das ist ja wieder ganz was anderes. Ja?
Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wie du richtig sagst, es ist, sie sind eigentlich verantwortlich, dass die, das Regime in Kiew mit den Panzern nach Südostukraine gefahren ist. Weil der IWF hat gesagt, wenn ihr den Aufstand da nicht in Ordnung bringt, dann kriegt ihr kein Geld. Weil es ist ja genau ein paar Stunden, nachdem der IWF das gesagt hat, sind die Panzer gerollt. Genau danach. Kann man das nachvollziehen? Also IWF hat es auf seiner Webseite am 1. Mai. Das war letzte Woche Donnerstag, vor einer Woche. Unmittelbar nachdem verkündet wurde, dass das Geld bereitgestellt werden kann, sind die Panzer gerollt. Ja, also hat dieses Regime in Kiew das Signal gekriegt, aha, jetzt müssen wir halt das Ganze unterdrücken und unter Kontrolle bringen. Ja, sonst kriegen wir ja gar kein Geld vom IWF. Also wenn das heißt für mich, der IWF hat Blut an den Händen. Die haben das inszeniert. Und ich sage ja schon lange, alle Kriege sind Bankerkriege. Immer schon gewesen. Es gibt Papier von einem ehemaligen IWF-Mitarbeiter, Davison Budo aus Grenada. Der hat, soweit ich mich entsinne, 12 Jahre für den IWF gearbeitet, hat dann, glaube ich, Ende der 80er Jahre den IWF verlassen und offen einen Brief geschrieben, enough is enough. Auf der Webseite von Naomi Klein findet man da Auszüge und findet das aber in deutscher Fassung ganz, findet man es bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die haben das in deutscher Fassung damals veröffentlicht, ich glaube 1991 unter dem Namen Genug ist genug. Und der hat gesagt, dass praktisch der IWF gehijackt worden sei von seinen eigenen Leuten und dass da zum Beispiel bei Kreditauflagen, zumindest in den 80er Jahren, hat es eine ganze Reihe Fälle gegeben, wo der IWF Auflagen, die Banken gewünscht haben, hinzugefügt haben zu den Auflagen, die er sich selbst ausgedacht hat. Und die Frage ist, wer jetzt für mich? Ich denke, Weltöffentlichkeit hat ein Anrecht zu wissen. Hat der IWF sich das ausgedacht? Oder wer hat da jemand anders von außen was hinzugefügt? Ja, aber wer ist denn der Chef vom IWF? Wer beherrscht den IWF? Das ist Washington. Die haben nur eine Sperrminorität. Die beherrschen, haben keine Mehrheit. Ja, aber und wo ist der Sitz des IWF? In Washington. Die haben Also. Nicht? Das ist doch nur der verlängerte Arm der amerikanischen Außenpolitik. Ich habe da meine Zweifel, weil in den USA hungern viele Menschen und dann könnte es den Menschen doch gut gehen in den USA. Ist ja die Frage, was die Zentralbank verlangt, wofür Amerika sein Geld ausgeben soll. Ob Amerika sein Geld ausgibt für Kriege, das es bekommen hat von der Zentralbank, oder ob es das Geld für Bildung und Gesundheit ausgibt. Aber wenn du das Geld in Bildung und Gesundheit steckst, dann erwirtschaftest du es damit am Ende nicht so viel, wie wenn du es im Krieg zum Beispiel steckst. Also ist ja die Frage, wer sagt Amerika denn, wer sagt der amerikanischen Regierung, was es zu tun hat? Und wenn man denn so weiterdenkt, was sind denn die Vereinten Nationen? Also ich meine mal wirklich, wie demokratisch sind die denn? Und wie wichtig sind sie überhaupt? Und sind sie nicht vielleicht auch nur der legitimierende Arm für Militäraktionen von Amerika? Und natürlich, das Pentagon ist die Schlägertruppe von der Wall Street und von der City of London. Ja. Das ist die Schlägertruppe, die setzt die Politik mit Gewalt um, ja. Habt ihr übrigens den Artikel in der Washington Post gelesen von letzten Samstag? Da ist ein Riesenartikel drinnen mit der Überschrift: Krieg ist gut für uns. Das haben die geschrieben. Die gleiche Washington Post? Unglaublich. Ja, in der Washington Post, Überschrift: War is good for us. Wo ich das gelesen habe, da habe ich nur noch den Kopf geschüttelt. Ja. Wo wir letztes Jahr Anfang September beinahe schon einen Weltkrieg gehabt haben, wo man Syrien als Anlass genommen hätte, waren eigentlich die großen amerikanischen Zeitungen wieder ein bisschen aufgewacht. Und auch, man dachte auch die Washington Post und jetzt das. Ja, was heißt aufgewacht? Die haben sich doch völlig aufgeregt. Was, jetzt gibt's keinen Krieg? Wir haben doch die Kameras schon aufgestellt. Wir haben doch schon die Reporter, die bereit sind, darüber zu berichten. Und jetzt ist der Krieg, findet der nicht statt? Das geht ja mal gar nicht. Ich meine, das war ja richtig eine Enttäuschung, dass der Lavrov und der Putin das verhindert haben. Ja?
Allerdings. Es gibt ja in Deutschland auch vom CFR einen Ableger, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und die hatten dann September oder Oktober getitelt, was vom Kriege übrig blieb. Aber es wirkt einfach makaber in der historischen Situation. Ist echt heftig. Aber ich habe gemerkt, also jetzt, ich habe mir von den CFR-Netzwerk Thinktanks einiges angeguckt. Nachdem es beinahe den Weltkrieg gegeben hätte, waren die alle sanftmütiger geworden und haben zum Beispiel, als es um Iran ging, die Frage gestellt, kann man dem, zum Beispiel als die Taz gefragt hat, kann man dem Iran trauen? Und die Leute aus der Richtung haben dann alle dafür gesagt, ja, wir sollen den Iran eine faire Chance geben. Und jetzt lese ich beim CFR wieder vor kurzem etwas entgegengesetzt, also auf seiner Webseite, wo, dass man den iranischen Präsidenten ja nicht trauen kann. Jetzt wieder ein Kurswechsel in der Richtung, Konflikt anzuheizen. Das ist echt heftig. Also, was mich positiv stimmt, ist, dass in den letzten 12 Monaten, wenn du dir die Kommentare unter den Artikeln unserer ganzen Prästituierten, ja, so nenne ich sie, liest, dann sind mittlerweile 90% der Kommentare gegen das Ganze. Also scheinbar haben wir ja schon was bewirkt. Ich meine, früher wären ja die ganzen Kommentare, hätten zugestimmt dem Artikel, aber heute sind ja 90% aller Kommentare in den Zeitungen und auch bei ARD und ZDF, das sind ja gegen das, was sie schreiben. Also ist da wohl ein Aufwachprozess passiert. Was uns aber noch fehlt, ist, dass aus diesem Aufwachprozess eine Handlung entsteht. Ja? Ja. Und das ist ja das auch, was der Lars kritisiert, oder? Ja, das ist genau das, was ich meine. Auf die Straße gehen ist die Handlung. Das hat mich wie ein Katapult auf die Straße geschleudert. Ich war vorher in meinem Leben noch niemals auf einer Demonstration. Ich habe auf einmal meine Demonstration angemeldet und stand da mit 100 Leuten am Montag. Das war innerhalb von 5 Tagen, stand ich da wie aus einem Katapult geschleudert. Und es müsste allen so gehen, die verstehen, was hier passiert. Ja. Ja. Und ich meine, ich empfinde es auch so, dass den Russen, ich vermute, ich würde es dem ersten russischen Außenminister zuschreiben, weil er es ja auch umgesetzt hat, dass es seine Idee gewesen ist, die syrischen Chemiewaffen abzurüsten. Die haben uns damals das Leben gerettet, dass es nicht weiter eskaliert ist. Und ich bin der Meinung, da muss man auch zivilisiert mit den Russen umgehen. Das ist ein Wahnsinn, die Leute total jetzt die Wahnvorstellung in Medien zu fahren gegenüber Leuten, die einem das Leben gerettet haben. Ich finde das völlig verrückt. Ja, für mich ist der Lavrov sowieso einer der Größten. Und wenn der Friedensnobelpreis nicht sowas von pervers ist, oder? Also der sollte ja eigentlich Kriegsnobelpreis heißen, wenn man guckt, wer den alles gekriegt hat. Aber nehmen wir an, der wäre echt dieser Friedensnobelpreis, dann müsste ihn eigentlich der Lavrov kriegen. Was der in der Welt rumjettet und überall an den Konferenzen versucht, Frieden zu machen, das ist unglaublich, ja. Ja, da kann man ja noch zu sagen, googelt doch mal, wer so alles mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen war. Ja, wissen wir ja, Hitler war auch mal vorgeschlagen. Da sieht man mal ja, wie pervers das Ganze ist. Ich meine, die Perversion hoch 3 ist, jemanden im Voraus den Friedensnobelpreis zu geben, wie der Obama. Ich meine, das ist so nicht zu fassen. Ja. Ja, kann man den eigentlich wieder, oder könnte er den zurückgeben, so, ey, ich habe erkannt, das passt nicht so? Ja, das, sicher kann er ihn zurückgeben. Ich meine, es, für mich ist doch ganz klar, ich habe da schon vor Jahren geschrieben, wo ich dann gesehen habe, wer denn alles gekriegt hat. Ich meine, das waren doch immer die Leute, die am meisten die Produkte von Dynamit Nobel benutzt haben. Die haben den Friedensnobelpreis gekriegt. Also die am meisten Sprengstoff verwendet haben. Ja? Gute Marketingstrategie. Ich meine, der Kissinger hat den gekriegt und hat mindestens 3 Millionen Tote auf dem Gewissen. Könnte es sein, dass er inzwischen gelernt hat, er versucht ja jetzt zu deeskalieren, was Russland angeht. Gelernt. Oder liegt es daran, dass die Russen sich besser wehren können?
Für mich ist es ja so, ich sehe in dem Sinn nicht eine wirkliche Kriegsgefahr zwischen Amerika und Russland, sondern es geht hier um, wie ich vorher sagte, es geht um ein Feindbild aufzubauen, um seine Rüstung hochzufahren. Es geht darum natürlich, die Ukraine zu schnappen, ja, das ist klar, ja. Aber wirklich einen Krieg zwischen Russland und Amerika kann es gar nicht geben, weil es eine gegenseitige totale Vernichtung bedeuten würde. Ja. Und davor haben die Amis auch Angst. Ja, man muss ja auch nochmal bedenken, ich meine, das kommt einem auch, wie gesagt, immer alles wie ein großes Schauspiel mittlerweile vor. Und ich weiß ja nicht, inwiefern Russland mit einer Zentralbank ausgestattet ist, die sie gar nicht haben will. Und inwiefern. Ich meine, natürlich hat Russland auch eine Zentralbank, nur die ist unter der totalen Kontrolle der Regierung. Und der Putin hat auch, ist ja zum Beispiel vor 2 Jahren, ist er in die Zentralbank rein und hat sich das Gold zeigen lassen. Der ist da rein und hat gesagt, so, jetzt will ich das Gold sehen. Und dann haben sie es ihm gezeigt. Aber der Obama und die Merkel und all die westlichen anderen Regierungschefs, meinst du, die können zur Nationalbank gehen und sagen, jetzt zeigt mir mal euer Gold? Ja, die das können wahrscheinlich gar, das dürfen die gar nicht. Und wenn, dann würden sie immer den gleichen Haufen zeigen. Ja, was immer. Auf jeden Fall dürfen der Obama oder der Cameron, der kann doch nicht bei der Bank of England reinlaufen und sagen, jetzt zeig mir mal das Gold. Da lachen die ihn doch aus und sagen, hau ab, du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Ja. Aber der Putin ist hingegangen und hat gesagt, so, jetzt will ich sehen. Ja. Was braucht es denn außer den Friedensdemonstrationen noch zur Sicherung des Friedens? Alles Mögliche. Zum Beispiel müsste man auf die ganzen Leute, die in den Militärs sind, hergehen und sagen, ihr opfert euch für nichts. Hört doch, weigert euch da teilzunehmen. Ja, ich meine, ich weiß noch, wo es kurz vor dem Syrienkrieg stand, da gab es ja eine ziemlich große Aktion im Internet, wo Mitglieder der amerikanischen Militärs haben sich mit ihren Uniformen ablichten lassen und haben vor ihrem Gesicht ein Plakat gehalten, wo drauf stand, ich bin nicht zum Militär gegangen, um für die Al-Qaida zu kämpfen. Ja, ich meine, das haben sie gemacht. Das heißt, der Widerstand muss von allen Seiten kommen, von der Bevölkerung, aber auch vom Militär her. Ja, das ist ja. Schließlich sind sie ja das, die ihr Leben dann opfern werden. Ein Teil der Bevölkerung halt. Da kann man sich ja kurz anschließen, weil irgendein Zuhörer hat auch gefragt, was die konkreten Ziele der Montagsmahnwachen ja, sind. Ja, genau. Also primär ist es, ich sehe jetzt auch nicht die Gefahr eines Weltkrieges, das wäre schon ziemlich endgültig, aber eine Eskalation der Krise in der Ukraine, die ist nicht auszuschließen, und inwiefern sich das denn zu einem kleineren Flächenbrand entwickeln kann, ist auch nicht auszuschließen. Also das primäre Ziel der Montagsmahnwache ist es, Hunderttausende von Leuten erstmal in Deutschland auf die Straße zu kriegen, um auf jeden Fall diese Situation unserer Bundesregierung klarzumachen, geht nicht, wir sind mit ihr nicht übereinstimmt, und das ist wichtig. Wenn da wirklich Faschisten an der Regierung sind und wir mit denen zusammenarbeiten, unsere Regierung, dann müssen wir uns alle ganz klar von unserer Regierung distanzieren. Und das können wir nur auf der Straße. Es ist ja so, die ganze Geschichte mit den Sanktionen und auch was die Unterstützung dieser ganzen Faschisten in der Ukraine ist ja nur möglich, weil die Bundesregierung das mitspielt und das erlaubt. Wenn Deutschland sagen würde den Amerikanern, wir machen keine Sanktionen und ihr könnt mal vergessen, dass wir irgendwie militärisch da auch was mitmachen, dann gäbe es das alles nicht. Nur die haben ja überhaupt kein Rückgrat. Das hat man jetzt gesehen, wie die Merkel in Washington war. Die hat ja keinen Pieps gesagt wegen der NSA-Spionage. Und deswegen müssen wir auf die Straße gehen. Wir als Bürger haben die Macht, die Politik zu machen, die wir gerade brauchen, wenn sie von der Bundesregierung nicht gemacht wird. Wir wissen ja mittlerweile durch einen Drohnenpiloten, dass alle Drohneneinsätze über Rammstein laufen.
also über deutschen Boden. Ja, also wenn die Bundesregierung es wollte, könnte sie doch den Laden zumachen. Und dann muss man mir nicht erzählen, ja, aber wegen Friedensvertrag und Deutschland ist nicht souverän. Wenn Berlin das will, dann könnten die den Amis den Laden zumachen. Ja, nur der Wille ist ja nicht da. Ich habe eine Frage. Ist euch etwas über die Panzerbewegungen bekannt? Nee, die hatten wir ja schon beantwortet. Achso, Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Dann lasst uns noch kurz zu den weiteren Zielen der Mahnwache sprechen, weil das ist vielleicht doch ganz interessant. Und zwar ist das Finanzsystem im Äußeren, ja, also man muss ja mal die Frage stellen, das ist hier ziemlich simpel, wer war zuerst da, Huhn oder Ei, oder Henne oder Ei, also hier war zuerst der Mensch da. Und der Mensch durch sein Denken im Kollektiv hat dieses Finanz- und Wirtschaftssystem geschaffen. Das heißt, primär muss der Mensch bei sich anfangen, umzudenken, diese Gier und diese... Ja, alle diese immer wollen und immer mehr und immer Wachstum und sowas. Und das ist in jedem von uns drin. Und wenn wir das nicht abstellen, wenn wir uns selber nicht ändern, werden wir dieses System niemals ändern. Aber wenn wir es schaffen, uns in einem Kollektiv, in einer Mehrheit der Bevölkerung zu ändern und unsere Art zu denken zu ändern, dann wird sich das System zwangsläufig dadurch ändern. Das ist eine Abbildung unserer Innenwelt. Völlig richtig. Was ich einfach nicht akzeptiere, ist immer die Ausrede, ja, die erstens mal, immer müssen die anderen was machen, oder? Ich selber muss nichts machen, die anderen sollen was machen. Und zweitens, diese Ausrede, ich kann nichts machen, das stimmt nicht. Jeder kann sein Verhalten ändern, jeder kann bestimmen, wo er arbeitet, für wen er arbeitet, wie er sein Geld ausgibt, welche Produkte er kauft und so weiter. Das kann er alles bestimmen. Und dann kann er das steuern, ja, ob er die Banken nutzt, ob er Kreditkarten nutzt, ob er dauernd den neuesten iPad kauft oder was immer. Das kann er doch alles steuern, welche Medien man liest, ob man dann noch ein Abonnement macht und so weiter. Das kann jeder für sich entscheiden. Ja, es geht ja auch so weit, dass wenn wir sagen, wir wollen die Zukunft ändern, man kann doch die Zukunft nicht ändern. Genauso wenig, wie man die Vergangenheit ändern kann, aber... Man kann nur sich und im Jetzt ändern. Und das ist die Aufgabe. Jeder muss sich jetzt ändern, die Art und Weise zu denken, ändern, den Blickwinkel ändern, die neue Informationen aufnehmen, Situationen neu bewerten. Und das ist halt, deswegen sind die Mahnwachen Informationsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, die natürlich den Krieg thematisieren, der da momentan herrscht und dass wir für Frieden dastehen. Der erste Weltfrieden. Es wäre doch echt mal Zeit, für den ersten Weltfrieden, ey. Ja, ich würde das gerne so in Richtung Schlusswort verwenden. Auf deiner Webseite da brain.biz gibt es auch einen Überblick, wo es schon Mahnwachen gibt. Genau. Ja. Und wer sich Freeman informieren möchte, findet man unter Alles Schall und Rauch. Ja, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an der Sendung. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften oder dass ich da sein durfte. Und als nächstes vielleicht gleich ein kurzes Musikstück. Ich habe es gestern Mittag aufgenommen, Interview mit dem Abgeordneten Ewald Stadler von den Reformkonservativen aus Österreich, der sich wie Politiker auch aus anderen Fraktionen auch, aber bisher scheinbar noch eine Minderheit dafür einsetzt, diese übertriebene Einseitigkeit zulasten der Russen, die man auch im Europaparlament und europäischen Medien beobachtet, das aufzugeben und wirklich mal dieses zweierlei Maß. Und das ist auch ein Grund, das ist etwas, was uns imponiert hat, und das ist ein Grund, warum was uns wichtig war, ihn zu interviewen, weil ich denke, da können andere Europapolitiker, ob sie nun links oder rechts oder mittig oder wo sie sonst politisch stehen, könnten sie sich durchaus denke ich, da ein Beispiel nehmen. Und
ja. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel verraten. Bitte um ein kurzes Musikstück und dann das Interview einzuspielen. Wichtig ist die bei der nächsten Sendung in 2 Wochen, am 22. Da geht es dann unter anderem um Perspektiven für den Sozialismus in Portugal und es geht in der Sendung um die bevorstehende Bilderberg-Konferenz. Ja, jetzt bitte um kurzes Musikstück und dann noch das Interview mit Ewald Stadler. Herzlichen Dank. Vielen Dank, tschüss. Tschüss miteinander. Es ist Mittwoch, der 7. Mai 2014. Wir hören eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio, die am 8. Mai 2014 sein wird. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Interviewgast, Herrn Ewald Stadler von den Reformkonservativen, RECOS aus Österreich. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Stadler. Sie haben berichtet über Panzertransporte, die durch Österreich nach Osten laufen. Was hat es damit auf sich? Also ich finde es bemerkenswert, dass wir am 8. Mai, das ist immerhin der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg geendet hat, über neuerliche Panzertransporte Richtung Osten berichten müssen. Das ist wirklich dramatisch, weil hier Kriegstreiber am Werk sind, die offensichtlich kaum mehr erwarten können, Europa in den nächsten Krieg zu stürzen. Wir haben als neutraler Staat in Österreich an sich die unerträgliche Situation, dass holländische Panzer, um die handelt es sich in diesem Video konkret, Richtung Ungarn und ich vermute an die Ostgrenze Ungarns transportiert werden. Es wird zwar offiziell gesagt, dass es sich um eine Übung gehandelt hätte, weshalb auch das Verteidigungsministerium diesem Transport zugestimmt hat, aber nur der Naivste und der Dümmste kann glauben, dass es sich hier um Übungszwecke handelt. Das hat auch die Freie Welt berichtet, dass es offiziell nur für ein Manöver in Ungarn sein soll. Ja, das hat man den Russen zum Vorwurf gemacht, dass sie Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze konzentriert hatten. Dort ist auch von einem Manöver die Rede gewesen und da hat der ganze Westen gesagt, nein, das sei nur eine Ausrede. Also wenn das bei den Russen eine Ausrede war, wieso soll es beim Westen dann keine Ausrede sein? Ich bin schlichtweg als Österreicher entsetzt, dass die österreichische Bundesregierung sich auf eine derartig dümmliche und leicht durchschaubare Ausrede einlässt. Das ist für einen neutralen Staat wie Österreich nicht akzeptabel. Das heißt, Österreich hätte dann die Durchfahrt verweigern müssen als neutraler Staat. So ist es. So ist es. Als neutraler Staat dürfen wir keinerlei Truppentransporte durchlassen und es kann ja bereits ein Blinder mit dem Stock greifen, dass hier ein Konflikt jederzeit in eine heiße Phase treten kann. Und wir haben weder in Vorbereitung und schon gar nicht natürlich während eines Konfliktes als neutraler Staat Truppentransporte durch österreichisches Bundesgebiet zuzulassen. Jetzt ist Österreich ja auch in der EU und da gibt es ja auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gilt da genauso die Neutralität? Ist die in Ihrer Verfassung festgelegt? Selbstverständlich gilt die Neutralität, weil wir als neutraler Staat der Europäischen Union beigetreten sind. Und bei dieser gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik gilt natürlich auch die Neutralität insoweit, als wir nur bei Maßnahmen dabei sein können, insoweit sie nicht mit der Neutralität in Widerspruch stehen. Unsere Neutralität steht im Verfassungsrang. Es ist das Gesetz über die immerwährende Neutralität im Jahr 1955 nach Abzug der alliierten Truppen vom österreichischen Nationalrat am 26. Oktober beschlossen worden und hat Verfassungsrang. Ja, fällt mir das Lissabon-Urteil ein, was ausdrücklich in Deutschland am 30.06.2009 die Supranationalisierung der Außen- und Sicherheitspolitik verboten hat. Also alle Vorschriften zur Außen- und Sicherheitspolitik im EU-Vertrag dürfen vom Rang her der Verfassung keine Konkurrenz machen. Ja, das ist eine ähnliche Situation wie im Zusammenhang mit der Interpretation des österreichischen Neutralitätsgesetzes. Ist aber eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland. Wir Österreicher haben jedenfalls eine klare Rechtslage und das ist das Problem, dass wir derzeit aber gleichzeitig auch eine Regierung haben, die mit dem aufrechten Gang in gebückter Haltung nach Brüssel und nach Berlin geht, mit einem Gartenschlag statt am Rückgrat.
und dort schlicht und einfach macht, was offensichtlich in Brüssel bei der NATO-Zentrale und bei der Europäischen Union verlangt wird. Dennoch sage ich als Österreicher und als Patriot, für mich vollkommen inakzeptabel. Sie haben an anderer Stelle geäußert, dass es Ihrer Einschätzung nach, soweit ich mich entsinne, in den USA so etwas wie einen Kriegslobbyismus gibt, die einen Krieg anzetteln wollen oder wollen, dass der zustande kommt. Was für Indizien haben Sie dafür? Ja, zunächst kann man das ja alles im Buch von Zbigniew Brzezinski, der American Century, schon nachlesen. Amerika weiß ganz genau, dass mit dem amerikanischen Machtanspruch, mit dem Unilateralen auf unserem Erdball, ein Flächenstaat von der Größe Russlands inkompatibel ist. Und deswegen wollen sie schlicht und einfach Russland zerschlagen und aufteilen. Das ist eine offen erklärte Politik des Council of Foreign Relations. Und wer weiß, welche Macht und welchen Einfluss dieser CFR Think Tank hat, der kann erahnen, wie deutlich die Politik der Amerikaner in diese Richtung geht. Und mittlerweile sieht man das ja auch. Es gibt jetzt Fotos, die aufgetaucht sind, wo in südukrainischen Städten amerikanische, kanadische und italienische Offiziere zu sehen sind. Bild am Sonntag hat vergangenen Sonntag berichtet, dass die Regierung in Kiew, diese Putschistenregierung, von CIA und FBI-Leuten beraten wird. Also die Indizien sind ja mehr als deutlich und es ist ja, glaube ich, jetzt einfach für jedermann und für jedes Kind erkennbar, dass es hier Leute gibt, die offensichtlich in Europa einen Krieg anzetteln wollen. Ja, zum Council on Foreign Relations, der ist, da haben wir Auffälligkeiten schon an anderer Stelle gesehen, wo es darum ging, nicht gerade zur Deeskalation bezüglich Iran beizutragen. Der CFR ist uns ist jetzt noch nicht auffällig geworden gegen bezüglich Russland. Also haben wir noch nicht entdeckt. Die Politik der Amerikaner, insbesondere die Außenpolitik, wird sehr, sehr stark und seit Jahrzehnten vom CFR vorbereitet. Also dazu braucht es keine neuerlichen Erkenntnisse. Das ist seit Jahrzehnten der wichtigste Think Tank in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, wobei das in Wirklichkeit Militärpolitik ist. Und wie gesagt, Zbigniew Brzezinski hat das als einer der Chefs des CFR, hat das in seinem Buch, das ich schon erwähnt habe, ja ganz offen angekündigt, was sie vorhaben. Von wann ist das Buch? Aus welchem Jahr? Das ist jetzt eigentlich schon sicher 15 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter, aber amerikanische Politik wird eben da drinnen schon vorausbeschrieben und die Strategie ist seit diesen Jahren eigentlich immer klar gewesen. Einkreisung Russlands mit NATO-Mitgliedstaaten und innere Destabilisierung Russlands. Das ist ja unter Jelzin weit genug gediehen gewesen. Deswegen ist ihnen ja auch Putin im Weg, weil Putin Russland innerlich stabilisiert hat, in der Gesellschaft, aber auch ökonomisch stabilisiert hat und das können sie nicht brauchen. Zum CFR sei vielleicht noch zu ergänzen, dass Susan Rice die Sicherheitsberaterin vom CFR ist, also des US-Präsidenten, und der Verteidigungsminister Chuck Hagel wird sogar auf der CFR-Webseite als einer von deren Prominenten erwähnt. Natürlich, ja. Das ist nur Belegstelle dafür, für das, was ich gesagt habe. Oder und es gibt eine Menge Konzernmitglieder bei den Banken, Medien, Ratingagenturen. Ja. Sie müssen ja nur schauen, wer das CFR finanziert. Das sind also die Banken der Federal Reserve und dann sehen Sie die Machtstrukturen ziemlich deutlich. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie im Europaparlament gemacht? Wie reagiert das Europaparlament auf die jetzige Situation? Das Europaparlament ist mittlerweile einer der Hauptkriegstreiber auf europäischer Ebene geworden. Ich erinnere mich mit Entsetzen noch an die Debatte, als man im EU-Parlament sogar eine militärische Intervention in Syrien verlangt hat. Damals hat eine entsprechende Vorlage auch den amerikanischen Kongress bereits erreicht gehabt. Und es war ein nationales Parlament, nämlich das britische Parlament, das Nein gesagt hat, worauf dann auch die Abstimmung im Kongress in Amerika nicht durchgeführt wurde. Und wenn ich mir die Debatten im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine anschaue, dann sind sie von einer derartig russophoben Grundstimmung getragen gewesen, die zum Teil natürlich aus bestimmten Ländern ganz besonders gehässig vorgetragen wurden, insbesondere aus Polen, dann sieht man schon,
dass hier Leute nicht am Dialog und an der Aussöhnung interessiert sind, sondern wirklich an der Konfrontation. Und ich halte das wirklich alles für brandgefährlich. Ja, mir fällt da ein, es gibt ja auch einen europäischen Ableger vom CFR, den European Council on Foreign Relations. Wir haben da in verschiedensten Veröffentlichungen von denen auch so eine starke Abneigung immer gegen Russland, Iran und China. Die drei Länder kommen da immer vorgesehen. Haben Sie als Europaparlamentarier da die Erfahrung gemacht, werden die irgendwie sichtbar im Parlament lobbyistisch tätig? Naja, man merkt es nur anhand der Wortmeldungen und der Berichte, die gemacht werden. Wenn ich mir das Auftreten des deutschen EU-Abgeordneten Gahlen anschaue von der CDU, dann hat man das Gefühl, das ist der direkte Emissär der NATO im Europäischen Parlament. Aber derer gibt es noch mehrere. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auch nur einige Sätze der Fairness gegenüber Russland dort gesprochen habe, dass es ja fast zu hysterischen Reaktionen gekommen ist. Insbesondere in meinem unmittelbaren Umfeld sitzen einige Kollegen aus Großbritannien und aus Polen und da habe ich jedes Mal erlebt, dass die fast hysterisch reagiert haben, wenn man nur irgendein paar freundliche Sätze über Russland sagt. Können Sie konkrete Parteien sagen, wo die... Das sehen Sie vor allem bei der EPP, also European People's Party, EVP, wo vor allem die Abgeordneten von der CDU und von der CSU, ob das jetzt der Herr Brok ist oder ob der Herr Posselt ist. Posselt hat den Präsidenten Putin wortlich als Verbrecher bezeichnet, als Staatsverbrecher. Dann sind das einfach Begriffe und gehässige Äußerungen, die mit einem Dialog und mit einer vernünftigen diplomatischen Note nichts mehr zu tun haben. Aber auch die polnischen Abgeordneten etwa von Law and Justice oder von der Tusk-Partei sind da um keinen Deut besser. Also es gibt hier einige, die wirklich mit einer besonderen Gehässigkeit in Erscheinung treten. Wer außer Ihnen als Rekursabgeordneter setzt sich denn im Europaparlament für Deeskalation ein und Versachlichung? Es gibt interessanterweise einen griechischen Kollegen von den dortigen Kommunisten, der dort versucht zu deeskalieren und der versucht, Fairness einzumahnen. Es gibt einige Abgeordnete der Fraktion des Nigel Farage von der AfD, die Ähnliches machen, insbesondere von der Lega Nord, die versuchen hier zu kalmieren und einigermaßen Fairness einzumahnen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sind eine Minderheit, noch. Ich bin aber ganz sicher, dass das nächste Parlament ganz anders ausschauen wird als das gegenwärtige. Es werden alle eurokritischen Fraktionen wahrscheinlich dazu gewinnen und damit werden auch jene Kräfte dazu gewinnen, die sich nicht permanent aus Europa vor den amerikanischen Karren spannen lassen, sodass ich damit rechne, dass nach der nächsten Parlamentswahl am 25. Mai die Zusammensetzung des EU-Parlaments eine andere sein wird und ich hoffe, dass alle diese Kriegstreiber vom Wähler auf die Nase bekommen. Ja, hoffentlich wird es auch sichtbar, welche Politiker sich da vor den Karren spannen lassen, welche nur naiv sind. Das kann man mittlerweile, glaube ich, auch als mündiger Wähler durchaus selber verfolgen. Und ich kann für Deutschland etwa nur sagen, ich hoffe, dass die Alternative für Deutschland einen entsprechenden Wahlerfolg haben wird, weil das die einzige wirklich EU-kritische und eurokritische Partei in Deutschland ist, die kandidiert. Der Rest, insbesondere die FDP oder die CDU und die CSU, aber da ist die SPD und keinen Deut besser, sind vollkommen Systemparteien eines Unterwürfigkeitssystems, das schlicht und einfach nur nach Macht, was in Washington entschieden wird. Ich habe mir das außenpolitische Programm angeguckt von der AfD. Richtige Pazifisten sind sie nicht. Militärische Missionen, wie es im der Außen- und Sicherheitspolitik der EU steht, schließen die auch nicht aus. Aber Sie sind, soweit ich habe dieses Parteiprogramm ja auch angeschaut, Sie sind jedenfalls von allen Parteien, die man in Deutschland zur Auswahl hat, und da seid ihr wirklich arm dran, ihr habt ja keine Rekos da draußen, sind es jedenfalls noch die, die am meisten auf der Bremse stehen. Ja? Aber ich sage es, es ist halt eben dieses Milieu, das politische Milieu der Unterwerfung und der Unterwürfigkeit, das einfach hier wirkt. Es gibt allerdings bedeutende Stimmen aus dem Bereich der AfD, die hier schon ähnlich wie wir Reformkonservative auf Distanz gehen. Und da ist, glaube ich, der Wähler am besten beraten, dass einfach jene Partei sich aussucht, die am ehesten noch europäische und deutsche Interessen sieht und sich nicht vor den Karren der Kriegstreiber spannen lässt.
Welche Situationen gab es denn im Europaparlament, wo Sie konkret zur Versachlichung, auf die Versachlichung hingewirkt haben? Ja, das war der letzte. Das war die letzte Debatte, als es darum ging, die sozusagen die in einem Bericht, der gefordert hat, dass die Europäische Union gegen die angeblichen Einmischungen Russlands in der Ukraine und gegen die Pressionsversuche Russlands gegen die Ukraine, gegen die angeblichen Pressionsversuche Stellung bezogen wurde. Das war in der letzten Debatte vor den Wahlen, das ist also jetzt insgesamt etwa 3 Wochen her in Straßburg. Und da gab es bereits heftige Auseinandersetzungen, aber es gab auch praktisch in den Sitzungen davor, praktisch in jeder Plenarsession gab es eine entsprechende Vorlage und jede davon war triefend vor russophober Stimmung. In der ukrainischen Regierung könnte man sagen, wenn man es mit deutschen Maßstäben vergleicht, könnte man es vielleicht von den Farben her als eine braun-gelbe Regierung ansehen. Die Partei Svoboda ist ja noch nationalistischer als die NPD in Deutschland und Frau Timoschenkos Partei ist in einem liberalen Bündnis international. Spielt das eine Rolle, dass eine Partei, die radikaler ist als die NPD in Deutschland, mit in der Regierung ist oder auch dieser rechte Sektor? Ich halte das für skandalös. Erstens ist das keine gewählte Regierung, sondern eindeutig eine Putschistenregierung. Ja? Und auch der Herr Yatsenyuk ist in Wirklichkeit einer, der den faschistischen Bewegungen in der Ukraine ja sehr, sehr nahe steht. Aber jetzt sage ich Ihnen etwas als Österreicher. Die Republik Österreich hat im Jahre 2000 Erfahrungen mit der Europäischen Union gemacht, als wir uns eine Regierung gewählt haben, die der EU nicht gepasst hat, weil die Sozialisten abgewählt wurden. Da hat man uns die drei Weisen aus dem Euroland geschickt, um zu kontrollieren, ob in Österreich die Demokratie in Gefahr sei. Die gleiche Europäische Union schließt ein Assoziierungsabkommen, und zwar den politischen Teil, ab mit einer Regierung, in der die Partei Svoboda sitzt, mit ihrem Parteivorsitzenden Oleg Tjagnibok. Und ich zitiere Ihnen mal, was der Herr Tjagnibok alles so von sich gibt. Er war dafür, dass man Kalaschnikows an die ukrainische Bevölkerung verteilen soll und hat das mit folgender Begründung dargelegt. Ich zitiere, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Wer mit so einer Figur Abkommen abschließt und das bitte nach den Erfahrungen, die wir in Europa mit derartig offenkundig vorgetragenem deutschen Hass und Antisemitismus gemacht haben, wer mit solchen Figuren Verträge abschließt, hat jede moralische Berechtigung verloren, irgendwem innerpolitisch oder außenpolitisch Vorhaltungen zu machen. Ich weiß nicht, wer der Frau Merkel angeschafft hat oder dem Herrn Steinmeier angeschafft hat, sich mit solchen Figuren in ein Bett zu legen, aber ich würde mich da nicht einmal in die Nähe hinlegen. Also mit solchen Figuren überhaupt etwas zu tun zu haben, halte ich wirklich, in Wirklichkeit für politikhygienisch unerträglich. Wenn ich mir anschaue, als Mubarak gestürzt worden, die Macht verloren hat in Ägypten, da hat man seine Partei aus der Internationale von den Sozialdemokraten, hat man da noch einiges in Frage gestellt, ob die da noch hineingehört. Und ja, aber das ist, diese ganzen internationalen Parteiverbindungen sind ja auch sehr, sehr verräterisch. Schauen Sie sich einmal an, dass die CDU und die CSU in der gleichen internationalen Partei sitzen wie der Herr Erdogan. Ja? Und der Herr Erdogan lässt auf seine eigenen Leute schießen, lässt Demonstrationen niederknüppeln, räumt den Gezi-Park, lässt Demonstrationsverbote in der Türkei verfügen, versucht das Internet zu zensurieren. Das sind dann die Partner der deutschen Christdemokraten, wobei christdemokratisch dort ja schon wirklich wie ein Hohn klingt. Sowohl christlich wie demokratisch ist dort bereits Hohn. Wenn ich mir Ihre Ausrichtung anschaue, von Ihrer Webseite her, scheinen Sie eher Richtung Bündnis zum Beispiel mit bibeltreuen Christen oder Christenunion, also den mehr ja leicht Richtung christliche Fundis zu gehen. Also ich stelle vielleicht nicht ganz Rechte, aber auch nicht Christdemokraten. Ja, in Deutschland haben wir so viel mit Neuheitentum zu tun, dass jeder, der zu seinem christlichen Glauben steht, schon als Fundi dasteht. Ja? Gleichzeitig haben aber die gleichen Figuren kein Problem, wenn Talibans durch die Hauptstädte Deutschlands ziehen und dort ihre
mit ihren langen Bärten und mit ihrem Kostüm Islam glauben, die deutsche Bevölkerung beglücken zu müssen. Also das ist ja auch eine Verkehrung der Verhältnisse, die einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass sie in Deutschland einfach, aber es ist in Österreich nicht viel besser, es ist noch besser, aber nicht viel besser, einfach jedes religiöse, christliche Bewusstsein verschwunden ist. Sonst kann man einen normalen Katholiken ja nicht als Fundi bezeichnen. Das ist ja flacker Unsinn. Entschuldigung, das war etwas salopp vielleicht gesagt. Ja, schon, nein, ich habe das bewusst aufgegriffen, weil das ja nicht nur aus Ihrem Munde so klingt, sondern in wesentlich gehässigerer Form wie aus anderen Mündern kommt. Daher wollte ich das einfach mal klarstellen und auch die Leute wieder wachrütteln und sagen, der normale Katholizismus hat seine Berechtigung und das normale Christentum, auch eines evangelischen Christen, hat seine Berechtigung. Niemand braucht sich dauernd als religiöser Fundamentalist hinstehen zu lassen, nur weil er den Mut hat und endlich den Mumm wieder hat, sich zum eigenen Glauben zu bekennen. Okay, ich wollte noch eine Sache noch mal nachfragen, dass Sie gesagt haben, dass amerikanische, kanadische, italienische Soldaten in der Ukraine sichtbar geworden sind. Gibt es da Reaktionen aus Italien im Europaparlament? Protestiert da keiner gegen? Das Europaparlament tagt derzeit nicht, weil sie alle im Wahlkampf sind. Diese Fotos habe ich jetzt bekommen und wurden aufgenommen am 3. Mai in Nikolaev. Das ist nicht weit entfernt von Odessa in nordöstlicher Richtung. Und das ist sozusagen nicht weit entfernt, zeitlich entfernt von den skandalösen Vorgängen im Gewerkschaftshaus von Odessa. Ich habe weitere Fotos bekommen, die kann man auch im Internet mittlerweile nachprüfen, dass in diesem Gewerkschaftshaus es offensichtlich zu schweren Folterungen gekommen ist und dass dort Menschen umgebracht wurden, bevor dieses Gebäude dann auf sehr eigenartige Art und Weise in Brand geraten ist. Ein erheblicher Teil der Opfer, die man gefunden hat, weist schwere Folterspuren auf. Daher mein Appell an den Deutschen Gewerkschaftsbund und ich werde einen ähnlichen Appell an den Österreichischen Gewerkschaftsbund richten. Jetzt wäre gewerkschaftliche Solidarität gefordert. Jetzt müssen zumindest die Gewerkschaftsorganisationen Europas lückenlose, vorbehaltlose und völlige Aufklärung verlangen. Wenn also wirklich gewerkschaftliche Solidarität angezeigt ist, dann ist sie jetzt angezeigt. Wenn man in einem Gewerkschaftshaus in Odessa Leute foltern kann und dann die dort Brände gelegt werden, damit man die Folterspuren beseitigen kann, und es reagiert niemand darauf, dann braucht aber keiner von diesen Gewerkschaftsfunktionären sich noch vor die Leute hinstellen und von gewerkschaftlicher Solidarität reden. Allerdings. Wenn Sie Außenminister Österreichs wären, was würden Sie machen, um die Krise zu entschärfen? Also zunächst einmal könnte ich als Außenminister Österreichs einmal darauf hinweisen, dass ich schon volljährig bin. Beim österreichischen Außenminister ist das ja nicht so ganz sicher, spielt aber keine Rolle, weil die österreichische Außenpolitik seit Jahren eigentlich nur mehr in Brüssel und in Berlin gemacht wird. Eine österreichische Außenpolitik, die den Stempel eines Eberstaater tragen würde, wäre von einer Eigenständigkeit getragen, die sie sehen lassen könnte. Das heißt also, da würde jede Eigenständigkeit und eines neutralen Staates sichtbar werden. Das hat Konsequenzen. Das hätte auch Konsequenzen, die man in der Schweiz nachlesen kann. In der Schweiz ist die österreichische Neutralität ist im Übrigen der Schweizer Neutralität ausdrücklich nachgebildet. In der Schweiz ist dann zumindest der Stimmbürger in der Lage, die Regierung wieder zu korrigieren, wenn sie sich auf den falschen Pfad begibt, wie die letzte Volksabstimmung in der Schweiz ja gezeigt hat. Das heißt, ich als gebürtiger Vorarlberger, direkt an der Schweizer Grenze aufgewachsen, kenne den Wert einer eigenständigen, neutralen Außenpolitik und das wäre meine Leitlinie auch für Österreich. Und das heißt, Österreich würde dann seinen eigenen Weg gehen und sich einsetzen zur Deeskalation. Das wäre genau mein Ziel und das wäre auch mein Konzept. Das hat Bruno Kreisky gemacht, ja. Großer Sozialdemokrat, der in diese Regierung offensichtlich heute am liebsten abhängen würde aus der Bildergalerie. Der würde sich im Grab umdrehen, beziehungsweise bei ihm wäre es konkret, würde er in der Urne rotieren, wenn er mitkriegen würde, in welcher Art und Weise und wie erbärmlich österreichische Außenpolitik nicht mehr stattfindet. Ich sage es noch einmal, wir sind schlicht und einfach eine Provinz geworden, der Außenpolitik, die in Brüssel und in Berlin gemacht wird und jene in Berlin wird praktisch in Washington gemacht. Ihre Kanzlerin reist nach Washington, um sich dort die Befehle abzuholen. Das ist der Befund und wir sind da leider nur mehr die Letzten in der Provinz. Und das, obwohl die österreichische Verfassung und die UNO-Charta über der EU-Außenpolitik stehen. Das ist richtig. Und obwohl wir in Österreich eine Verfassungslage haben, die uns ausdrücklich zu einer neutralen Politik verpflichten würde.
ganz herzlichen Dank für das Interview. Bitte sehr. Wenn man mehr über Sie erfahren möchte, über Ihre Politik, wo kann man sich da informieren? Am besten auf der Homepage der RECOS, der Reformkonservativen. Dort kann man sehr viel über mich erfahren. Es gibt aber auch andere Internetauftritte, wo Sie also sehr, sehr viel erfahren, aber am authentischsten auf der Homepage der RECOS. Vielen Dank. Ja.